Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter World Ultra Hardcore Season 1 Staffel 1 No Shit Sherlock Part 1. Allererster Versuch. Habe ich noch was ich mit 1 sagen kann? Es ist mein erstes Mal in diesem Spiel. So viel steht fest und ich bin gerade zu excited dafür, dass hier die Melodie macht. Und das ist äußerst scheiße. Aber wir haben die letzte finale Season in Monster Hunter World, die vorerst finale Season, abgeschlossen und können jetzt hier ein neues Spiel beginnen in Monster Hunter World. Oder müssen ein neues Spiel beginnen. Ich meine, die riesengroße Niederlage aus Monster Hunter Freedom sitzt noch tief in mir. Ich hatte jetzt 5 Stunden Zeit, sie irgendwie vergehen zu lassen. Habe mir den Arsch abgerackert, um daran irgendwie es vergessen zu können. Aber es ging nicht weg. Deswegen muss ich jetzt nochmal neu aufnehmen. Und jetzt muss ich nochmal die nächste Season beginnen, damit ich irgendwas habe, worauf ich mich freuen kann demnächst. Und dann nicht nur so da sitzen und mir denken, oh, ich hätte gewinnen können, oh, dieser scheiß Berufungsbombenball, was soll der Bullshit? Und wir, gegebenenfalls, wenn ich es nicht getan habe, mitbekommen haben werdet, momentan Futur 2, weil ich habe irgendwie 5 Wochen im Voraus aufgenommen, because why the fuck not, haben wir tatsächlich die Monster Hunter Freedom Sache noch so weit zu Ende gespielt, bis ich gestorben bin, denn mein Plan ist es momentan zu sagen, okay, Woche nach dem oder an dem Wochenende, wo Freedom Ultra Hardcore fertig wurde, dass ich einfach nochmal sage, wir machen den Stream, so lange, bis ich entweder einpenne oder das Spiel durchgespielt habe und dann schauen wir mal, wie es geworden ist. Ist zumindest mein Plan. Ob ich das dann durchziehe oder mir denke, okay, gut, um es abschließen zu lassen, muss ich es liegen lassen und mich neuem zuwenden, werden wir dann sehen. Bis dahin, genießen wir erstmal die wunderbare Sequenz. Es ist soweit. Ich hätte vielleicht nicht deutsche Synchro einstellen sollen. Ach, das passt schon, so scheiße ist die nicht. Sobald ihr an Bord dieses Schiffes geht, gibt es Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal gehört habe. Und ich weiß auch nicht, wie wir die kompletten Regeln einführen werden. Erstmal für alle, die neu sind. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier drüber labere, aber es gibt wichtigere Sachen als Story. Zitat David Benioff und David Weiss. Nein, also, Regeln von Monster Hunter World, für Monster Hunter Ultra Hardcore, relativ easy, für alle, die neu mit dabei sind, Grüße an euch, die neu dabei sind. Regel Nummer 1, ich darf nicht sterben, wenn ich draufgehe oder in irgendeiner Weise eine Quest verkacke, ist mein Run zu Ende, bin tot, mein Charakter wird aus der Gilde rausgeschmissen und ich werde nicht wieder reinkommen. Ich weiß noch nicht, wie ich das auf das Spiel anwenden kann, ob es irgendwelche Probleme gibt, ob es irgendwo Momente gibt, die man einfach nicht schaffen kann, wenn man eine Quest, wo man irgendwas anderes machen muss, denn, weil ich vergessen habe zu sagen, was auch noch verboten ist, ich darf jede Quest nur einmal machen. Es ist verboten, eine Quest zweimal zu machen. Nach dem Motto, Aufgabe ist es, töte diesen Diablos. Wenn der Diablos tot ist, dann ist er tot. Dann wird nicht ein zweiter Diablos reinkommen und denkt, boah, mein Buddy liegt da tot und gestorben. Ja, das, fuck, da gab es schließliches Mittel. Fuck, ich bin selber aus der Schule raus. Wenn man zweimal dasselbe sagt, aber mit anderen Wörtern. Ah, Mensch, hi, Iro. Also, wenn das Monster da tot da liegt, wird nicht das nächste Monster kommen und sagen, hey, Buddy, ich nehme deinen Platz ein. Das gilt hier nicht. Eine Quest darf nur einmal erledigt werden. Zudem würde ich mich sowas wie Erkundungen, würde ich für dieses Run komplett rausnehmen. Wenn ich das für irgendwas machen muss, muss ich nochmal ummodeln. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, Erkundungen sind verboten. Dann all diese anderen Quests, alles was nicht Story-Quests ist und Stufe 1 bis 5 müssen wir glaube ich machen, Quests ist verboten zu machen, also nur einmal und ich darf in extra Farm gehen, um diese ganze Sache schwieriger zu machen, um letzten Endes halt ein gewisses Maß an Skill haben zu müssen, um das schaffen zu können und nicht regelmäßig Berufungsbomben daneben schmeißen zu können. Wobei, wir können hier ein paar Berufungsbomben herstellen, das ist schon mal ganz gut. Erstmal, wir sind männlich. So viel steht fest. Und zwar, wir haben hier ein paar Beispielcharaktere. Guck mal, das sieht doch aus wie so ein typischer Seeräuber, der durch die Meere zieht und alle Leute tötet. Allerdings haben wir wieder natürlich einen Namen für den Lloyd, den wir heute spielen. Und zwar Enderlol sollte ich ihn nennen, das war die Aufgabe. Wie könnte unser Enderlol denn so aussehen? Wie stelle ich mir einen typischen Enderlol vor? Warte, das ist ganz klar so. So, unser Enderlol. Oh, richtig hart, Kawaii. Alles klar, ich glaube, ich habe meinen Charakter gefunden.
Das sieht gut aus. Wir nehmen Mrs. Kawaii. Können wir da noch irgendwas, nein, Änderung nicht verwerfen. Das ist bestätigen, meine Damen und Herren. Wow, guck mal, die Haare flackern sogar im Wind mit. Also effektiv blase ich gerade. Aber es wird nicht immer so bleiben. Bäm, jetzt geht's los. Ich hatte einmal einen schwarzen Charakter und rassistische Sprüche kamen ohne Ende. Jetzt habe ich die Frau. Sorry, Sexismus wird ganz oben angepinnt. Oh, shit. Ich sehe die Dislikes der Frauen reinkommen, wobei ich habe eh keine weiblichen Zuschauer. Ich frage mich, wieso. Okay, so viel dazu. Ey, ich kann endlich mal die männlichen Monster anmachen. Ich habe so lange darauf gewartet, dass ich endlich mal einen Rathalos anflirten kann, ohne No-Homo zu sagen. Und jetzt kann ich es. Und wenn er sich in mich verliebt, nach meiner wunderschönen braunen, riesengroßen Augen, kann er mich gar nicht mehr töten und mir vor allen Dingen nicht vor der Nase wegfliegen, was das verkackt nochmal Wichtigste ist. Und dann kann ich ihn sowas von hart flach legen, dass er danach schlafen wird und ich diese scheiß Fangquest schaffe. Ja, der Schmerz wird tief. Danke für die Nachfrage. So, Gesicht ist klar. Ich meine, wir können ja eigentlich überall alles bleiben. Ich meine, sie sieht gut aus. Es gibt vorgefertigte Charaktere. Ich hoffe, ich muss nicht häufiger als 10-mal das machen. Ansonsten müssen wir uns selber Charakter erstellen. Ansonsten, ey, Make-up. Wieso? Es gibt hier Make-up. Ah, stimmt, das gab es auch beim Jäger. Aber da gab es dieses rote Tüch nicht beim Männlichen. Warum gab es das beim Männlichen nicht? Ich wollte das vielleicht auch haben. Ja. Die Narbe ist wichtig. Das ist der Grund, warum ich so einen beschissenen Pony habe. So viel steht fest. So, nehmen wir mit rein. Make-up 2. Nein, wir machen nicht schon wieder eine Drag Queen. Aber es ist gut, dass wir es jetzt anzeigen. Das heißt, wir wissen auch tatsächlich, was passiert, wenn wir irgendwas mit reinnehmen und sehen nicht so 5 Stunden später, ah, fuck, da war was. Wir nehmen dieselbe Name nochmal, because why the fuck not? Man kann sie eh nicht sehen. Noch ein Grund mehr, diese komische Frisur zu tragen. Und irgendwie würde das auch sexyweise passen. Wieso finde ich das anziehend? Fuck, ich habe gerade mehr 40 entdeckt. Gut, gucken wir mal schnell weiter. Haben wir noch irgendwas, was wir wunderbar... Ach ja, mein Joker-Halsband. Ich erinnere mich. Also nein. Ja, Änderung verwerfen, sehen wir nicht mit rein. Ist das jetzt noch da? Man weiß es nicht. Doch, der Haken ist noch drin. Alles klar. Es gibt Ausdrücke? Fuck, scheiße, Penis, Vagina und... Warte. What the fuck? Alter, ein Albtraum. Alter, Gesichtsausdrücke können die aber so überhaupt nicht. Oh mein Gott. I'm gonna rape you so hard. Gut, dass wir gerade eine Frau spielen. Wobei das hier natürlich... Ah, es gibt mehr als ein. Alter, dieser Ausdruck ist doch auch geil. Aber nein, ich glaube, wir bleiben hier. Oh! Sorry, Ender, lol. Aber das bist du was von hart, du, das passt zu dir. Unterwäsche, bitte einmal nix. Bäm, nächster sexistische Ausdruck, so läuft's. Gut, ich finde das tatsächlich fast noch besser als das hier. Ich meine, es ist wie baden gehen. Das hier sieht wenigstens so halbwegs kämpfermäßig aus. Das können wir nehmen. Standardfarbe, ja, von mir aus. Stimme. Ich dachte gerade, meine Haare wären Teil des Outfits. Das ist auch nicht gut. Netten, wir brauchen was Höheres. Ich will nicht wissen, wie viele 14-jährigen Jungen in diesem Menü jetzt schon saßen und einfach nur gemacht haben und dabei sich einen abgewichst haben. Also ohne Scheiß. Das ist schon nicht schlecht, aber ich brauche was Höheres, was viel Höheres. Höher. Ich fühle mich gerade so wie Meryn Trant in Essos. That's too old. Das klingt gut. Wobei auch noch zu kämpferig. Nichts für andere, lol. So wie steht fest. Was, Beispiele? Ah. Was hat das damit zu tun? Egal. Hm. Gibt nur eine Stimme, die hoch ist. Müssen wir die nehmen? Alles klar. So, Anfangsrüstung. Die kann man sich hier aussuchen? Okay, gut. Die Frage ist jetzt, wir wollen ja Ultra-Hardcore machen. Ultra-Hardcore soll ja so hardcore sein wie möglich, ne, sagt ja der Name. Ich glaube, ich bin zu niedrig, ne? Irgendwie ist meine
mein Gesicht häufiger hinter dem Mikrofon als alles andere. Aber egal, ich versuche mich wegzubewegen, dass mein Mund sich bewegen sieht und meine Mimik voll da ist. Oder haben wir die Mimik von ihr? Die ist ja schlimm genug. Aber, so hart wie möglich. Gut, nachdem ich jetzt viermal gescheitert bin, sollte ich vielleicht über Erleichterungen nachdenken, aber es ist ja ein neues Spiel. Und das soll grundsätzlich leichter sein als Monster Hunter Freedom. Also die Chancen stehen gut. Und Monster Hunter Freedom hatten wir auch fast geschafft. So wie der Fatal jetzt immer fast tot war. Aber hey, nah genug dran. Das heißt, wir nehmen einfach keine Rüstung und machen es so. Ich glaube, ich kann im Endeffekt eh beide schon ausrüsten, weil ich beide schon habe. Aber egal. Wenn du deine Anfangsrüstung. Wähle einfach so. Du kannst deine Ausrüstung frei wählen, nachdem das Spiel richtig begonnen hat. Ah, das heißt, ich habe sowieso beides. Dann können wir auch Sexy Raider nehmen oder Sexy Ketten. Auf was stehen wir da mehr? Keine Rüstung. Das passt. So. Gib deinen Namen ein. Alles klar. Das wurde jetzt schon im letzten Part gefragt, also schon bei Monster Hunter Freedom. Da konnte ich den Schrei danach noch nicht erfüllen von Ender Gamer, weil Leo Wendt sich vorgedrängelt hatte. Aber Ender LOL, da sehe ich dich. Oh, wir haben ja noch eine Katze. Alles klar, Luca, Boy, das wirst du. Kann ich gleich zwei Requests auf einmal erfüllen? Und wenn es nur Benennungen ist. So, was sieht denn aus? Ja, das ist Luca. Ungefähr so sieht ihr aus, wenn ich mal wieder einen beschissenen Witz gerissen habe. Deswegen passt das zu euch. Wobei Lukas eher so oh mein Gott, das blickt in meine Seele. Lukas eher so der Typ, der jedes meiner Videos gefühlt feiert und überall drunter schreibt. Davon gibt es mehrere, aber er unter anderem auch. Und das heißt, wir bräuchten eigentlich was Sinnvolles. Irgendwas, was freundlich... Hi Teufel, Toni. Irgendwas, was... Alter. Wie kann man sich in sowas nicht verlieben? Alter. Wenn so Katzen im echten Leben aussehen würden, würde ich Katzen auch irgendwie Hunden vorziehen. Wobei, hier hätten wir einen Panda. Ist auch nicht schlecht. So ein alter Sensei. Wenn Darth Plagueis mal benannt werden sollte, wird das sein Charakter. Mr. Sensei. Wir könnten auch Jens Sid nennen oder warte, wie hieß der? Meister Splinter. Genau, das passt. Ja, aber ey, komm schon. Da kannst du jetzt nicht böse sein, wenn ich dich so aussehen lasse. Wobei, du weißt doch nicht, was für Rüstung ich dir später gebe. Aber egal. Erstmal ist der Anfang gut. So, wie ist so deine Felllänge? Ich glaube, du hast einen verdammt lang. Würde ich dir mal so zutrauen. Wie dicht ist dein Fell? Oh, Alter, man kann das echt verändern. Ich hasse Kurzhaarkatzen. Allgemein Tiere ohne Haar sind, außer wenn sie komplett nackt sind, wieder ganz gut. Ziemlich scheiße. Welche Farben gibt's denn hier so? Sieht halt alles. Wobei, es sieht eigentlich alles scheiße aus. Wir haben nicht irgendwas Sinnvolles, wenn wir könnten das auch weiß machen. Vor allen Dingen ist es mies, dass ich jetzt Enderlol richtig hart rannehme. Also. Und Luca halt so überhaupt nicht. Aber man kann die Katze hier die Scheiße machen. Noch nicht. Da kommt ja noch einiges. Ja, gut, komm. Eigentlich mag ich Orange, aber ich finde das immer eine passt eigentlich. So, ja, bestätigen, das passt so. Es gab noch Muster. Boah, es wird irgendwie nicht besser. Eigentlich fand ich das komplett Weiße schon super. Schaut euch diesen scheiß Mund an. Allein wie süß der schon aussieht. So, ich kann einzelne Teile machen. Man könnte es ja komplett... Das sieht eigentlich... Eins von beiden sieht gar nicht so scheiße aus. Nehmen wir mal das hier, würde ich sagen. So ein bisschen Drecks- und Kriegsbemalung. Nein, nicht verwerfen. Bestätigen natürlich. So. Was man hier alles machen kann. Ich habe komplett vergessen, dass das alles geht. Das ist unglaublich detailreich hier. Guck mal, ganz ehrlich. Luca ist, wie gesagt, einer, der zumindest versucht, jedes meiner Videos zu schauen. Nicht viel Zeit hat, deswegen lieber so 30-Minuten-Parts will, die ich ihm noch nie gegönnt habe. Und deswegen durchaus hardcore übernachtet sein kann und riesengroße Waschaugen. Wie sind die Dinger? Tränensäcke haben darf. Das Schwarze ist das, das passt. Da brauchen wir mehr Sättigung. Ohne Scheiß. Gib dem Schwarz mehr Sättigung. Und mehr Helligkeit im Schwarz? Macht das irgendeinen Unterschied? Bestimmt. What the fuck? Okay. Das ist nicht das Schwarz, was ich wollte. Gut. Ah, Schwarz ist einfach natürlich nur rot, aber halt dunkel. Easy. Gut. Teil 3. Das sieht doch gut aus. Das sieht eigentlich so auf Anhieb gar nicht so scheiße aus. Okay. Fuck!
Ah, erst lesen, danach handeln. Boah, okay, gut, fuck it. Ich hatte meine Chance, eine sinnvolle Katze zu bekommen. Die haben wir jetzt weggehauen. Mach mal hier wieder das Schwarz rein. Das sah doch perfekt aus. Mit voller Sättigung, auch wenn das gefühlt gar keinen Unterschied macht. So gar keinen. Stilligen. Ich hatte eine gute Idee und das Spiel... Also ich, Idiot, habe es mir weggehauen. Deswegen kommt da jetzt Bullshit bei raus. Gibt's noch... Ja, grün! Jawoll, ja! Das ist nämlich... Luca guckt meine Videos und das heißt, er weiß, männlich ist die wahre Stärke. Und warte, wir müssen so möglichst grün sein. Mit vollster Sättigung und natürlich vollster Helligkeit. Oh, wie traurig er guckt, dass er so scheiße aussieht. Es sticht in den Augen. Und damit werden wir die gegnerischen Monster erstechen. Neongrün. It's not the face, Mom. Hätte man schwarz machen müssen, aber trotzdem. Stilling. Alter, wie das wird im Dunkeln leuchten. Ich brauche keine Fackel mehr. So, dann würde das jetzt besser passen. Aber, ja, genau. Traurig passt. Richtig hart traurig und von mir aus sind die Augen andersfarbig. Du musst ja auch was Besonderes behalten. Ansonsten erkennt man dich ja nicht ohne den anderen Katzen. Ja, genau. Sei traurig. Wegen dir hätten fast die Leute weniger lange Videos bekommen. Nur wegen deiner Kritik. Nicht, dass ich Kritik nicht gut finden würde, aber, du warst der Einzige, gefühlt, der sich dagegen ausgesprochen hat. Dafür bekommst du einen langen, dicken Schwanz. Um das so ein bisschen auszugleichen. Gern geschehen. Ich meine... Enderlol muss ja auch was für die armen Nächte haben, so viel steht fest. Okay, kann man das noch irgendwie beschissener machen? Wobei, das sieht fast schon wieder gut aus mit der Farbe. Ist jetzt ein bisschen nach Son Goku aus? Gefühlt schon. Irgendwo kenne ich die Farbkombi hier. Nehmen wir. Weiß zwar gerade nicht wo, aber irgendwas sagt meinem Hirn, yo, das kennst du. Und dann machen wir es voll gesättigt und volle Helligkeit. Ah, nee. Das sah eigentlich fast schon gut aus. So, okay. Zumindest die Weste hast du einen guten Geschmack gehabt. Stimme. Es gibt halt, wie gesagt, drei verschiedene Katzenstimmen. Das klingt gut. Das passt zu deiner Fellfarbe. Höhe. Das passt. Bestätigen. Können wir bitte ohne Maske da lassen, dass das... Die Farbe finde ich immer noch besser. Das ist eine Kampffarbe, die zeigt Aggressivität. Ja, danke schön. Genau. Oh, er war so süß und jetzt ist sein innerste Seele geplatzt, zerstört und er weiß nicht hin mit seinem Leben, weil sein ehemaliger Besitzer ich ihn so gefärbt hat. Sein Leben ist zerstört. Das finde ich gut. Abschließend. Gib dein Baniko einen Namen. Alles klar. Luca, mein Buddy, du wolltest unbedingt im Ultra Hardcore Let's Play mit dabei sein. Jetzt darfst du es. Jawohl, ja. Wie lange haben wir aufgenommen? 30 Minuten. Gut. Jupp, das heißt, wir werden mindestens 30 Minuten lang, also mindestens jetzt noch eine Stunde dranhängen, damit das Ganze wieder so ein normaler Ultra Hardcore Part wird. Natürlich, nach den ganzen Regeln, die ich aufgestellt habe, nach den ganzen Regeln der Kunst, haben wir wie die grundsätzlich selben Sachen wie Monster Hunter Freedom. Heißt, wir müssen erstmal viele Sachen farmen, irgendwie an Honig kommen, an Tränke, an Kräuter, an Blaupilze, an Kraftsamen. Gerade Panzersamen wahrscheinlich immer noch wichtig. Ja, gerne doch. Sieht sogar gar nicht so scheiße aus. Sag mal. Und dann kommt Luca. Die Drachenältesten müssen die neue Welt. Okay. Gut. Keiner meiner Zuschauer wird hier sinnvoll wegkommen. Es tut mir leid, aber wenn das Spiel mir diese Option gibt, dann seid ihr und ich gefickt. So, wenn das hier noch weiter läuft, wie gesagt, Panzersamen wird am wichtigsten sein. Was brauchen wir zudem noch? Natürlich irgendwie sinnvolle Rüstungen, Waffen. Wobei das ganze Rüstungssystem hier ja anders abläuft und das vielleicht sogar uns in die Hände spielen könnte, dass wir das relativ easy hier durchwaden können. Ansonsten habe ich noch keinen Plan, was passieren wird. Also es kann sein, dass manche Sachen jetzt hier viel einfacher zu bekommen sein. Ich meine jetzt eigentlich, es könnte sein, dass wir erst ein paar Runden wieder sinnvoll farmen müssen. Aber das kann sein, dass auch das jetzt schneller geht. Weil wir einfach tausende von Items bereits bekommen haben. So mehr oder minder. Also ich glaube, es gab einiges, was einem hier geschenkt wird. Nein, sein Name ist Luca. Beim nächsten Mal nehme ich einfach meine Katze Mietz und dann ist gut. Freut mich sehr.
Ich bin übrigens auch in der Top-Auswahl. Es ist immer toll, wenn man nur so einen Untertitel sieht und noch nicht weiß, was kommt. Und so, ich bin auch in der Top-Auswahl. Was sollte das? Ah, schön. Genau. Wie ich mich erinnern kann, wie in den letzten 5 Monster Hunter Spielen gefühlt. Jetzt habe ich auch noch Fanservice für euch. Immer wenn ich liege, schaut ihr nur auf den scheiß Arsch meiner Charakterin. Was soll denn das? Ihr sollt euch auf mich konzentrieren. Verdammt. Egal. Wie in den letzten anderen, gefühlt 5 letzten Teilen von Monster Hunter, kämpfen wir natürlich zum Start wieder gegen den einen großen Drachenältesten. Zu der Frage, wie lange wir es durchziehen werden. Wie gesagt, wir werden grundsätzlich mit Sterben 3 Versuche haben oder es 3-mal probieren. Nein, Luca! Und nachdem wir 3-mal verkackt haben, werde ich das Spiel wieder wechseln. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich das zu schaffen. Also jetzt nicht nach dem ersten, zweiten Mal zu sagen, oder nicht nach dem dritten Mal immer noch zu verkacken, am besten nach dem ersten Mal es schon geschafft zu haben. Da ich aber jetzt mit vielen, vielen neuen Sachen konfrontiert werde, zwar kenne ich das Spiel schon und kann ungefähr einschätzen, wie stark die Monster sind, wofür ich bei Monster Hunter Freedom halt 3, 4, 5 Runden gebraucht habe, mindestens 2 gebraucht habe, bin ich vielleicht jetzt noch nicht zwangsweise, die haben den weiblichen Lauf ziemlich gut hinbekommen. Hallo? Das muss man dem mal lassen. Und Alter, das ist mehr Hüftschwung als Bewegung. Okay, gut. Ich habe die Steuerung von Monster Hunter World vergessen und wir haben vergessen, was ich sagen wollte. Genau, wir werden das durchziehen bis zum Vertreiben, bis zum Töten von Zora Magdaros. Das heißt, bis zum Ende des Low Ranks werden wir versuchen, wenn das wieder zu schnell gehen sollte und zu easy wäre. Ja, ich komme schon, meld dich, Reon. Und ich habe komplett vergessen, was hier passiert ist. Also nicht komplett, aber ich wusste, dass er angreift und dann hört mein Wissen auf. Vor allen Dingen, die Monster im Hintergrund laggen immer noch wie Hölle. Das hat sich nicht geändert. Oh, ich dachte, sie haben die Performance ein bisschen verbessert, aber nein, PS4 kann, glaube ich, einfach nicht so viel. Wahrscheinlich auf dem PC sieht es besser aus. Gut, also wie gesagt, bis zum Ende vom Low Rank ist ja der Grundplan, wenn ich es nach dem ersten Mal schaffen sollte, machen wir noch ein bisschen weiter. Oder machen es vielleicht sogar bis zum Günther. Was, wieso? Alles gut? Du musst doch nur hochklettern. Egal, wir machen es bis zum Günther. Und, also, sollte es beim ersten Mal klappen, ansonsten wie bei Monster Hunter World geplant, bei Monster Hunter Freedom geplant. Geh schnell rüber. Dankeschön. Einfach nur, Low Rank schaffen und danach so weit wie möglich. Okay, dann ging es irgendwie runter. Ich glaube, ich konnte irgendwie abspringen. Ich habe absolut die Steuerung vergessen. Das Shit-Feuer wird. Haha, ich bin schneller als du. Wird definitiv nicht. Au. Wir kriegen nicht mal Schaden, wenn wir von den Schreien getroffen werden. Alles klar, wir können nicht sterben. Das ist gut. Nicht sterben ist immer. Fick dich, ich dachte, du bist auf meiner Seite. Fuck. Nicht sterben ist immer schon mal ein guter Anfang. Und wenn ich hier sterben könnte, würde ich es mindestens einmal in irgendeiner Season tun. So viel steht fest. Ich glaube, wir haben soeben einen neuen Namen für Zora Magdaros gefunden. Hallo, ich wusste es. Okay, warte. Genau, hier ist Sprinten. Nix lieber als das. Woo! Wobei man halt echt sagen muss, das Intro ist echt geil. Also von allen Monster Hunter Spielen muss ich sagen, storytechnisch, intro-technisch, ist das hier immer noch am besten gelungen. Mein größtes Problem war halt wirklich immer noch, dass man mich alle 2 Minuten darauf hingewiesen hat, ey, Online-Spiel macht viel mehr Spaß. Ach, und du bist arm, du kannst das nicht. Aber da ich jetzt nun ein nicht mein Seiender PS Plus Account auf der PS4 habe, wird das nicht mehr passieren. Und das heißt, wir könnten rein theoretisch auch online spielen, wobei Ultra Hardcore natürlich offline passiert. Was ich auch ganz geil finde, ist, dass ich jetzt zu Monster Hunter World kam, kurz bevor das Iceborne DLC rauskam, oder vielleicht kurz danach, je nachdem, wie viele Runden ich voraus aufgenommen habe. Und wir deswegen da ziemlich passend reinkommen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich 2-mal Monster Hunter World auf einmal spielen, was ein bisschen ungünstig ist, aber hey, voll Monster Hunter World Fieber vielleicht wieder confirmed. Fliegt da eine Ratian? Habe ich mir beim ersten Mal überhaupt nicht bemerkt. Okay. Scheiße, Mann. Spiel geht los und wir sind schon zu fett.
So schnell geht's, gerade die Wildexpertin. Hätte die mal einen verkackten Hühnerknochen weniger gegessen, wäre alles gut gewesen. Aber nein, die musste ja so einen Berg fressen. Jetzt nichts gegen Fettshaming, nichts gegen ihre Körpergröße. Ne, wenn sie will, kann sie machen. Ich will ja nicht sexistisch sein. Aber wäre sie dünner gewesen, wäre wohl nicht abgestürzt. An mir kann es nicht liegen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Also, zumindest. Lol. Hat nichts gegessen. So viel ist wichtig. Und wir können auch problemlos landen. Dieses Riesenvieh einfach irgendwo in der Höhle untergeht. Wie wir auch einfach das komplette Spiel des Vieh ignorieren. So, es ist da hinten irgendwo in der Insel. Irgendwie untergetaucht. Aber wir ignorieren es. Es ist hinter unserem verkackten Lager. Und wir gehen da nicht einmal hin. Nur mal so nebenbei erwähnt. Hätten wir auch mal machen können, so nebenbei einen Drachenelzen töten. Das habe ich im Zelt gefunden. Da ist eine Karte drin. Du warst nicht mal drin. Nun, oder? Zumindest hab ich noch nicht gesehen. So, Karte öffnen und schließen. Sieht aus, genau. Ich kann mich tatsächlich noch so ein bisschen an das Gebiet erinnern. Ich hatte ja das große Problem. Die Einsatzbasis der kann man da hinten vielleicht wirklich hin? So, von der Karte gesehen. Egal. Mein großes Problem mit Monster Hunter World war immer, dass ich das Spiel nur als Let's Play gespielt habe. Und dass es so riesengroß war und unstrukturiert halt Open World, dass ich es nie geschafft habe, den kompletten Überblick zu finden. Ich hatte immer mal ab und zu so Richtungen, wo ich wusste, wo es lang geht. Und da hat's aufgehört. Mein Anspruch an mich selbst, an Spielen von Iceborne und Spielen von Ultra Hardcore, ist es, das zu ändern. Dass ich irgendwann die Karte auch verstehe. Gerade in diesem uralten Wald sehr schwierig, weil es mehrere Etagen gibt und alles verkackt nochmal gleich waldig aussieht. Aber naja, gut. Man kann ja zumindest hoffen, dann mehr rauszukriegen. Können wir eigentlich schon Sachen sammeln? Ich weiß nicht mal mehr, wo man Sachen einsammeln konnte. Ohne die Leuchtkäfer bin ich so aufgeschmissen. Wobei, man kann das kaputt schneiden. Das geht immer noch, okay. Wir haben halt nicht mal Leben. Also, alles gut, alles schön. Das heißt, das ist einfach bloß alles nur Einführung, ne? Wenn ich irgendwann hierbei sterben würde, tut's mir leid, aber das sollte ja nicht passieren. Hier war der Ort, wo ich mit dem, Anjanaf gechillt hatte. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, okay. Ja, ich finde schon den Weg, keine Sorge. Wieso geht's hier nicht lang? Es ist noch zugewuchert. Du musst dir erst die komplette Karte angucken. Wie groß ist denn der Fisch da? Meine Fresse. Ich war auch viel zu selten angeln. Also, um mal so mein komplettes Monster Hunter World Display selbst ein bisschen auseinanderzunehmen. Angeln, weil ich sonst immer gern und viel gemacht habe, habe ich einfach komplett ignoriert. Also 90%. Außer, ich habe glaube ich sogar die Angelquest nicht mal gemacht. Aber naja, gut, was soll's. Stimmt, die haben mir erstmal die kompletten einzelnen Spielmechaniken vorgestellt. Auch wichtig. Zumindest nicht alle, aber so die wichtigsten. Und das kann man, glaube ich, auch nicht überspringen. Also hier zu sagen, ja, wir sind bereits nicht mehr Anfänger, wäre eine Option. Aber die Auswahl hatte ich nicht. Das heißt, wir werden jetzt bei jeder einzelnen Ultra-Hardcore-Season, jedes Mal, wenn ich sterbe, das hier nochmal 1:1 spielen müssen. Das regt mich jetzt schon auf. Und mit anderen Worten, ich darf dann wohl nicht sterben, dann muss ich es auch nur einmal hören. So einfach ist das. Warum es übrigens auch wichtig ist, warum wir jetzt Ultra Hardcore jetzt schon mal ein bisschen Monster Hunter World spielen, ist, damit ich, wenn dein Iceboard draußen ist, nicht komplett verkacke. Und einfach nicht mehr weiß, wie die Steuerung ist. Ja, ich komme ja schon. Provozieren wir keinen Kampf. Ja, ich bin doch schon da. Meine Fresse. Das ist... Es ist ins Creed-Niveau, was nicht möglich sein sollte. Also ich bin froh, dass es im späteren Spielverlauf auch nicht möglich ist. Aber, ruhig. Ja, doch. Hui! Okay, alles klar. Buddies, meine Freunde. Ich kann ja auch nicht lang, ne? Okay, wenn man einfach mitspielt, ist das relativ cool. Aber wenn man einmal anfängt, die Grenzen von sowas auszutesten, immer äußerst ungünstig. Kann uns aufhalten.
Und ich weiß auch, wie hardcore ich hier drin war beim ersten Let's Play. Ich dachte, oh mein Gott, muss aufpassen, oh mein Gott, muss mitmachen. Wenn du verkackst, stirbst du bestimmt. Aber nein, das ist kein Dark Souls mehr. Fußbund? Ja, nehme ich recht mit. Kam jetzt nicht ein Anjanaf? Das Geile wäre, wenn die Leuchtkäfer mich direkt zum Anjanaf führen würden. Aber das wird wohl nichts. Also, das wird alles geskriptet sein hier. Also, das war geskriptet beim letzten Mal. Schauen wir uns das mal an. Achtung, ich laufe langsam. Wenn ich stehen bleibe, sieht mich der T-Rex nicht. Vertraut mir. Na gut, die machen das schon ganz geil. Also, um jetzt mal die Geskriptetheit, die ein bisschen schade ist, hier mit rauszunehmen oder zu ignorieren. Das Einführen in alle einzelnen Möglichkeiten zu agieren, ist schon geil. Und vor allem, dass sie jetzt schon den Ton... Alter! Ihr dürft das Bild nicht pausieren, wie scheiße es aussieht. Egal. Dass die jetzt schon alles zeigen, so wie du kannst Monster reiten, du kannst... ich glaube, die Slingshots kommen auch noch, du kannst Fußspuren sammeln. Das ist schon ganz geil gemacht. Alles irgendwie eine mehr oder minder komplexe Story mit eingearbeitet, die... Gut, halt ein bisschen länger dauert. Ne. Ne. Warum sollte ich diesem Scheißvieh jetzt hinterherrennen? Nur weil der Jäger sagt, komm, Beeilung. Du könntest ihn mal ganz kurz wegklatschen, das ist groß, ja krass. Aber nein, ich muss hinter dem herlaufen. Ja, nee, ist klar. Das ist nicht gut. Ach was. Das verkackt der T-Rex vor euren Toren. Ist wohl noch nie passiert. Eigentlich sollten die sowas von kaputt und tot sein, ne? Ist jetzt nicht so, als wenn ein feuerspuckender Tyrannosaurus Rex so ein Holztor nicht einreißen könnte. Also ja, es ist cool gemacht, aber wenn man einmal genau drüber nachdenkt, absolut sinnlos. Ich würde gerne wissen, wie viel mehr Zuschauer ich jetzt habe, weil mein Charakter so sexy ist. Bestimmt die 10-fache Menge. Ah, die 1,5-fache. Wenn ich also bei diesem Video 150 Aufrufe habe, seid ihr notgeile Arschlöcher, die gerne zugucken können. Will mich da nicht ausschließen. Nicht zwangsweise zumindest. Gut, das war jetzt immer eine halbe Stunde, die wir machen müssen, die einfach nur Intro ist. Wo wir noch kein Item gefarmt haben, immer noch keine Rüstung haben und immer noch Story ist. Oh, das wird so anstrengend. Die Frage ist, ob man das irgendwann irgendwie überspringen kann. Ob ich irgendwie Start drücken kann und sagen, kannst du die Sequenz überspringen, was schon mal viel bringen würde. Nehme ich mal an. Beim ersten Mal schauen wir uns auch das an. Alles klar, also so ein bisschen für den neuen Zuschauer, der Monster Hunter World noch nie gespielt hat. Sollte es solche Leute hier geben. Auch wenn ich ganz drüber quatsche, man kann es ein bisschen tun, als ob. Welches Monster speit da links oben Wasser? Es gibt noch nicht mal Wassermonster hier. War es direkt schon mal Foreshadowing für Iceborne? Lagiacrus incoming. Ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier errichten. Astera? Gefällt mir. Siehst du mal, nenne ich mir nicht Astera. Alles klar. Katz wird Miau Miau und... Nee, Mietz Mietz, genau. Und ich werde Astera. Ja, gefalle ich ihr wohl Anfang an. Kommt man eigentlich jemals da unten hin? Nee, ne? Auch nochmal ganz cool, wenn man so alles begehen könnte für ein Open-World-Spiel. Just say. Wobei komplett Open-World ist es halt immer noch nicht. Ihr seid am Leben. War hart, was? Alter, mir fällt jetzt erst auf, wie scheiße die Gesichter von den Typen sind. Jetzt, wo ich nicht auf den Arsch meines Charakters gucken möchte. Aber Ende Warte, gut, was? Alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Wir sehen uns später. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Das eine Auge gerade einfach weggeflutscht. Unglaublich, oder? Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die erkunden. Gelehrte, die forschen. Jäger, die Techniker, töten. Die alles am Laufen Jäger, die essen. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Wartet mal kurz. Ist eigentlich auch ganz gut, dass ich jetzt alles nochmal höre. Ich habe, wie gesagt, die Story auch komplett vergessen. Auch wenn ich das Spiel 100 Stunden gespielt habe, heißt das nicht, dass ich mich an alles, geschweige denn irgendetwas erinnern kann. Das spricht nicht für das Spiel, aber das ist halt einfach nur wegen Let's Play. Da denkt man nicht so viel drüber nach, was passiert, sondern eher, was man sagen kann und wie man
gerade die Stille wieder wegdrängt. Okay. Ich glaube, wir lesen wieder das vor, was wir zum ersten Mal hatten. Einfach nur, damit alles einmal im Display vorgelesen wurde. Wenn man so lange das Kommando hatte wie ich, weiß man, wer etwas kann und wer nicht. Ich würde euch natürlich gerne alles erklären. Allerdings will hier wirklich jeder was von mir. Ah, ich will auch was von dir, sexy Kommandant. Da kannst du mir auch befehlen, wann ich aufs Klo gehen darf und wann nicht. Um die wichtigen Dinge kümmern wir uns in der Ratssitzung, die ich abhalte, wenn sich alles beruhigt hat. Ich erwarte natürlich, dass ihr zwei auch da seid. Die Gilde hat euch, euer Ruf eilt euch voraus. Die Gilde hat euch beide in den höchsten Tönen gelobt. Kaum vorstellbar, dass ihr wohl als Team leisten könnt. Ach ja, dein petziger Freund hat nach dir gesucht. Er ist doch bei mir. Das arme Ding wurde vor kurzem hier angespült. Schau dich nach Terra genau um. Ein Horn gibt Bescheid, wenn es Zeit für die Ratssitzung ist. Nun geht schon. Nun, dann mal los. Okay. Ich werde euch alles zeigen. Suchen wir erstmal deinen Palico. Fuck, ich hab das immer falsch ausgesprochen. Ich hab immer Palico gesagt. Egal. Okay, genau. Wir haben hier nochmal, also für mich nochmal zur Auffrischung, für euch, die alle neu mit dabei sind. Wir haben hier den normalen Händler. Wir haben da die Sachen, die wir nicht machen dürfen, größtenteils. Wir haben da hinten das Forschungsbuch. Da die Farm. Hier links kommt irgendwann noch was zum Neuem dazu, was ich selbst in meinem höchsten Spielstand immer noch nicht kapiert habe. Passiert. Und da war mein Haus, ne? Da rechts unten. Ich glaube schon. Die haben die Treppen hier aber auch mit Absicht eingebaut. Apropos, wie laufen wir eigentlich? Naja, okay, ist wie beim Echten, der ignoriert die Treppen größtenteils. Und läuft einfach irgendeine Schräge hoch, die halbwegs passt. Das ist... Ich werde jetzt komplett Let's Play einfach so einen Arsch vor mir haben, der rumwackelt, oder? Und damit meine ich die Typen da vor mir. Die einfach nicht aufhören zu reden. Das heißt, ich werde immer abgelenkt sein. Ich muss mir unbedingt irgendwie so eine flache Stoffhose kaufen, die einfach nur ein Sack ist und einen Sackhüpfen machen. So wie ich normalerweise vom Bergen springen auch immer tue. Aber einfach nur, um nicht abgelenkt zu werden. Wobei, ihr dürft ja abgelenkt sein, ne? Ich meine, ich muss eher auf das Monster achten. Ich glaube, mir wird es jetzt erst mehr oder minder egal sein, nehme ich mal an. Na, it's getting hot in here, so take off all your clothes. Okay, nur mal so nebenbei. So, ich glaube, männlich würde auch sehr viel Spaß mit der haben. Also, die verstehen sich, glaube ich, ziemlich gut. Die haben so beide denselben Anime-Geschmack und allgemeinen Sachen, die sie schauen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und vor allen Dingen, wie gesagt, der Palico ist einfach die Inkarnation von männlich. So viel steht fest. Ah, toll. So, dann. Das ist immer noch rumzeigen. Ist immer noch die erste Folge. Ich weiß nicht, wie ich das bei späteren Seasons machen soll. Wenn allein als ein dasselbe nochmal kommt und ich 10-mal ein dasselbe sehen muss. Oh, es sieht dann noch trauriger aus. Oh, Alter. Und abgemagert. Und wie ein vollkommener Spacko, unser Luca. Okay. Und warum mag er sie mehr als mich? Du bist mein Palico. Das hat mich schon immer aufgeregt. Jetzt weiß ich, wer auch damals bei Toni immer die Komm, wir töten Sino-Kommission angeführt hat. Etwa die Beauftragte hier mit Fernklasse, den Namen ich. Die Wildexpertin. Hat er überhaupt irgendeinen Namen? Und natürlich hat Luca eine richtig dicke Eiche. Dachte ich mir schon. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte, hat die fünfte Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie herzlich willkommen. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Welche Ärmel bei mir? Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Kommen wir zur Sache. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Zora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Es ist immer wieder toll, wie ich den Namen einfach komplett anders ausspreche als die. Aber naja, gut, was soll's. Die Kommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe.
Sie verändern das Ökosystem, formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mithilfe der 5. werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Jetzt wird's interessant. Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Wir werden Drachenältesten verfolgen und herausbekommen, was das Problem ist, warum sie alle hierher kommen, alle 10 Jahre. Aber jetzt geht erstmal Jagras töten. Die sind voll nervig, machen unsere Ernte kaputt. Das Holztor hält sie nicht auf. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Sind schon dabei, Sir. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Endlich mal ein Wort! An die 5. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer, fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Also, so mein inneres, nein, anders, sagen wir mal so, der Macho in mir würde gerne jetzt irgendein Kommentar über den Arsch meines Charakters machen. Aber die Neonfarbe von Luca zieht mich halt auch einfach mehr an. Da kann man nicht weggucken. Das strahlt einen förmlich an. Und das sage ich jetzt nicht nur als dumme Anmache, es strahlt halt wirklich. Okay. Das ist sehr gut. Ich habe eine Option gefunden, mich von weiblichen Reizen abzuwenden. Ich reize meine Augen mit Neongrün. Jawoll, ja. Ich muss jetzt immer so ein echt so neongrünen Nagellack dran haben. Immer so, wenn ich so irgendwo eine sexy Frau sehe. Ach, meine Hände sind aber heute wieder schön. Nicht, dass das wirklich ein Problem wäre, aber man muss ja das jetzt bei irgendwie füllen. Ah, ich hab vergessen zu lesen, ne? Nehmen wir dieses Jagdproblem mal genauer unter die Lupe. Aber dafür brauchst du zuerst eine Waffe. Hier drüben, in deinem Raum gibt es eine Truhe. Voller Ausrüstung. Komm, ich zeig dir den Weg. Ah, führst du mich direkt mal nach Hause? Willst du mir nicht vielleicht vorher einen Trink ausgeben, bevor du mich in mein Zuhause reinführst? Alter, der Blick von ihm war auch gerade wieder ziemlich eindeutig. Das finde ich ja mal absolut nicht fair. Ich würde gerne mit seinem Manager reden. Das hat ja überhaupt nicht lang gedauert. Und können Sie mich bitte nicht in mein Haus rein teleportieren? Weil jetzt ist nicht nur mein Haus, sondern das Haus vieler. So 300 Betten da drin. Einer davon schnarcht sicherlich und den müssen wir rauswerfen. So viel ist klar, jetzt schon. Das Spiel ist echt nur beim ersten Mal spielen richtig geil. Danach wird es nervig, dass so viele Story-Sequenzen kommen. Egal, was heißt hier nervig? Ich bin ja gerade gehypt, weil ich einfach kämpfen will, aber ja gut. Schließen, das sollte ich eigentlich alles kennen. Hoffe ich mal. Auch wenn ich nicht mehr jeden Angriff kann. Ich weiß, ich habe damals in Monster Hunter World jedes Mal eine Session irgendeine Waffe lang gespielt, die vorher einmal ausgetestet, mir alles Wichtige dazu durchgeschaut, nur damit ich dann up-to-date bin, gut spielen kann, weiß, wie es geht, weiß, was sinnvoll ist. Noch Diskussionen mit euch hatte, welches Moveset am besten ist. Ich habe alles vergessen. Alles. Ich weiß auch, dass es eine Dauer-Hour-Kombo bei der Gewehrlanze gab. Da hört's auf. Das war's. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen schauen, was wir machen. Wir haben wieder wahrscheinlich Geldprobleme, wie in Monster Hunter Freedom. Wir können nicht jede Waffe hochtrainieren. Wir müssen schauen, was sinnvoll ist. Ich persönlich kämpfe immer noch relativ gerne mit Schild und Schwert. Allerdings haben wir es jetzt die ganze Zeit in Ultra Hardcore gemacht. Ich würde gerne wechseln. Gerade bei Monster Hunter World gibt es eine Waffe, die für mich immer noch so le Boss ist. Le Geiligkeit. Le langes, hartes Ding, was ich gerne in meiner Hand habe. Und vor allen Dingen ist es ein geiler Dreier zusammen mit einem kleinen Kinsekt. Meine Insektenklebe. Auf jeden Fall will ich damit mehr machen. So, Meister Sandberg klingt gut. Mehr Sammeln ist auf jeden Fall am Anfang unglaublich wichtig. Das hier hat eh keinen Effekt. Dann machen wir erstmal. Ja, gerade ist der erste, der ist scheißegal. Dann Puke Puke ist scheißegal. Ich glaube, die ersten Monster haben wirklich Feuer als Angriff. Nehmen wir mal Ledersachen mit dazu. Oh, jetzt wird es jedes Mal random Monster geben, die mit rumrennen. Ich würde mir hiermit mal im Sinne von Ultra Hardcore verbieten, Random Monster zu schlachten.
Das würde dann wieder dazu führen, dass wir halt einfach nur noch mehr sammeln können, mehr farmen können, was nicht die Grundaussage ist. Es laufen hier sowieso immer 200-300 Monster rum. Das würde dann die ganze Sache viel zu einfach machen. Das heißt, ich darf nur das Questmonster töten, wer das andere aus Versehen stirbt, weil es in meinen Angriff reinrennt, sollte ich es nicht mehr aushäuten und nur die Belohnung mit annehmen, okay. Aber ich werde nicht, darf nicht gezielt auf Monsterjagd machen, weil sie eigentlich gar nicht da sind. Mein ganzes Konzept wurde jetzt auf Monster Hunter Freedom Unite aufgebaut, konnte sehr gut in Monster Hunter Freedom umgesetzt werden. Monster Hunter World ist halt anders. Deswegen müsst ihr hier so ein bisschen nachdenken und ich denke, die Idee, das so zu machen, ist gar nicht mal so doof. Ja, nehmen wir noch ein bisschen mehr Wasserverteidigung, würde ich sagen. Hier sind wieder keine Fähigkeiten. Ja, das heißt, es war die Entscheidung beim Kopf und da hat es aufgehört. Okay. So, was heißt, wir haben Waffe, wir haben die ganzen Rüstungsteile, auch wenn mein Gürtel viel zu klein ist. Bedeckt ihr überhaupt irgendetwas? Hätte schon eine sinnvolle Rüstung, aber nein, die Beine müssen frei bleiben. Meine Lederhose ist auch eher so. Ah, warte, ich hatte keine Hose an, kann das sein? Nee. Die sexy Lederhose ist halt echt einfach gar nichts. Gut, wir nehmen Kettenhose. So, meine, die hat auch genau beim Arsch die scheiß Aussparung. Natürlich. Aber besser als gar nichts. Okay, zumindest ein bisschen bedeckt. Das ist auch schon mal schön. Müssen wir jetzt mal machen. Wobei es so nämlich immer noch mehr sexy aussieht, als nackt zu sein. Genau. Muss man einfach mit dazu sagen. Genau, stimmt mir so der Anführer des Feldteams zu. Wunderbar. Ich werde dort mit einer Quest warten. Es wurde ein Tutorial hinzugefügt. Ich dachte, das war der komplette letzte Rest des Spiels auch schon. Den wir gerade hatten. So, wir müssen nochmal schauen, ob wir irgendwelche Items in der Objektbox haben. Also erstmal. Jetzt hast du also Zugang zum Ausrüstungsladen und zum Versorgungslager. Besorg dir, was du brauchst. Oh, ich brauche was für die Nacht. So wie ein Schlaf, Trunk. Bisschen Alkohol wäre gut. Und dann Eis. Wenn du fertig bist, geh zu deiner Wildexpertin. In der Kantine, um dich für eine Quest zu melden. Ja, nee, melden ist was für Schüler. Sollten wir nicht machen. Heißt, wir gehen einfach los und schauen. Hier? Geht nicht, okay. Also, wir haben natürlich mehr als genügend Sachen. Das ist das reinste Schlaraffenland. So viel Tränke hatte ich im kompletten Ultra-Hardcore-Ding nicht. Dreieck war auffüllen, ne? Jo. Das war komplett auffüllen. Wir haben jetzt schon 10 Rationen, 10 rohes Fleisch, 99 leere Flaschen. Ich habe 100 meiner Leute direkt am Start. Alles klar, Gegengifte, Schüsse. Alter, dieser Hardcore-Unterschied zu Monster Hunter Freedom ist halt echt nicht zu übersehen. Wenn ich das hier nicht First Try schaffe, weiß ich auch nicht weiter. Gejinxt. Verhext, auf Deutsch. Gut, auf zur Kantine. Ich denke, wir sollten mit der Standardausrüstung die erste Quest noch schaffen können. Wir haben zwar jetzt 45 Minuten lang nichts gemacht. Ah, wir können noch eine Quest annehmen. Ey, Miasgelöser Goch. Den da hatte ich auch einen anderen Namen. Den habe ich irgendwie anders genannt. Muskelkater. Jawoll, ja. Immer noch viel besserer Name. Ey, willkommen in der Kantine. Die Stimme tut von ihm immer noch weh im Hals. Der beste Ort um dich. Chill-Wild-Expertin. Ich muss gerade mit einer Pusser reden. Der beste Ort, um dich auf eine Jagd vorzubereiten. Du bist von den Fünften, oder? Also ich verrate jetzt mal, worum es in der Kantine geht. Erhöhungen. Gesundheit. Aus Miau. Egal, was maximale Erhöhungen. Nur zu, setz dich an den Tresen, du Bohnenstange. Wenn du für dein Essen vor der Jagd bereit bist, lass es mich wissen. Was war jetzt die Bohnenstange? Was ist some kind of personal attack? Will ich echt eine Karen aus mir machen? Nein, wir sollten keine Karen werden. Captain Karen muss hier jetzt mal nicht hochgefüttert werden. Genau zur rechten Zeit. Wir können auch eine sinnvolle, starke, selbstständige Frau sein. Das geht auch. Okay, Partnerin. Jetzt geht's. Es ist sogar geändert auf Partnerin. Sie gendern. Das ist aber schön. Okay, Partnerin. Jetzt geht's los. Haben Sie auch vorher Jägerin gesagt? Das habe ich nicht aufgepasst. Die Gilde hat uns nicht grundlos zusammengebracht. Heißt das, dass sie jetzt lesbisch ist? Vielleicht ein bisschen Bi schadet nie, also alles gut. Und bei meinem langen Ding auf dem Rücken, ne? Auf jeden Fall. Ab sofort bist du meine Jägerin. Und ich bin deine Wildexperte. Ich bin das Brot für deine Butter. Kapiert? Kurze Frage nebenbei. Warum kann sie nicht auch männlich sein? Warum muss immer Wildexpertin sein und kein Wildexperte? Ich fühle mich ungerecht behandelt, nicht richtig gegendert.
da sind die Männer nicht richtig vertreten. Wir haben eine 50% Frauenquote in dem Team hier, und zwar durch sie. Und wenn ich Mann bin, ist es 50%. Alles lausrichtig. Wenn ich Frau bin, ist es 100% Frau. Männer unterrepräsentiert. Finde ich nicht gut. Nur um mal Gleichberechtigung aufzuzählen und nicht nur auf Vorberechtigung oder Vorzug der Frau. Die erste Mission der 5. Flotte ist die Untersuchung des Yagras-Gebietes. Da können wir gleich noch drüber reden, sobald ich in der Quest drin bin. Dann müssen wir eine bestimmte Anzahl von ihnen erlegen und das Gebiet sichern. Ja, gut. Ich weiß, wie die Questen funktionieren. Da können wir überspringen. So, ja, genau. Gut. Also Untersuchungen würde ich komplett rauslassen, genauso wie Event-Quest. Die zu machen werden cheaten, lass mal weg. So, da haben wir nämlich die Aufgaben und die besonderen Aufgaben sind die einzigen Sachen, die ich machen kann. So, auf geht's. So, was ich sagen wollte, was ich auch, ja, hör auf zu labern. Ich weiß, ich kenne das Spiel. So, halbwegs. Ach, der hat die Quest noch vorbereitet. Das habe ich vergessen. Egal, Frauenquote. Wir waren ja bei der Vollversammlung für die Uni Leipzig. Vollversammlung der Uni Leipzig, Tonthema Klimaschutz, ob wir uns Fridays for Future mit anschließen wollen oder ob wir, noch Forderungen stellen wollen an die Uni Leipzig, an die Stadt Leipzig, und das haben wir abgeschlossen in der Vollversammlung, und nach der Vollversammlung oder währenddessen durften Studenten was sagen. So, wer wollte, durfte einen Redebeitrag haben, wegen wenig Zeit, so 1-2 Minuten nur, aber sie haben vorher direkt gesagt, unsere Liste von Leuten, die wir nehmen werden, ist gegendert. Heißt, wir werden bevorzugt Frauen nehmen. Das war eines der ersten oder der nächsten Male, wo ich wirklich so Gendern als persönlichen Angriff gegen mich gesehen hatte. Nach dem Motto, nur weil ich Mann bin, habe ich jetzt weniger Recht zu reden. Das ist der Moment, wo ich denke, da wird Frauen... Gleichstellung zu weit getrieben, wenn man dann sagt, Männer werden weniger genommen. Am Ende haben 9 Frauen und 2 Männer was gesagt. Nice Gleichberechtigung. Man muss dazu sagen, um das zu relativieren und meine Aussage als Überspitzung rauszunehmen, es haben sich ungefähr 10 Frauen und 3 Männer gemeldet. Aber, das ist meine Kernaussage. Man sollte sich einfach ignorieren, einfach nur ignorieren, ob es Mann oder Frau ist, und einfach nehmen, wer sich meldet. Ist das denn so schwer? Es geht in jeder Etappe, wer sich verkehrt nochmal wo bewirbt und normal überprüft, nicht gesagt, du bist Frau, du musst rein, weil wir keine 50% haben. Das ist was ich tatsächlich, so liberal ich auch teilweise vorgeben möchte zu sein. Ich weiß nicht, ob ich komplett links bin oder doch irgendwo Mitte. Keine Ahnung, ich habe das politische Spektrum nicht auf dem Plan. So viel muss ich dazu sagen. Aber so sehr, wie ich mich auch als Student sehe und studentische Werte durchaus gerne verteidige, finde ich das absolut grenzdebil, es so da zwei zu treiben. Ich habe vergessen, das Spiel weiter zu spielen, ne? Darin, eine bestimmte Menge Jagers zu erlegen. Auf dem Weg zur Basis sind wir Yagras begegnet. Ja, gut. Ich weiß. Irgendwo hier. Da hätten wir jetzt weiter reden können. Wunderbar. Weil ich das für das nächste Mal. Wir können die Sachen nicht überspringen. Und zwar, wie gesagt, es ist halt wirklich so ein Thema, was mich wirklich persönlich belastet, wenn man das da zu weit zieht. Weil das ist dann auch der Moment, wo ich meine, ich kann es abschütteln. Ich mache mich jetzt hier darüber lustig. Alles gut, alles schön. Es ist nicht ernst gemeint, es ist nicht meine wirkliche Meinung. Ich meine, ich weiß, dass Frauen in der Regel halt nicht unterbelichtet werden. Der richtige Ausdruck war benachteiligt werden. Ich weiß. Und deswegen ist so eine Prozentquote durchaus sinnvoll. Absolut verständlich. Ja, ich weiß, ich will den Honig auch schon mitnehmen. Und deswegen automatisch kombinieren sollten wir rausnehmen. Wobei ich krieg so viel Items hier, ich glaube, wir werden nie Probleme mit irgendwas haben. Und warte, wir jetzt nochmal alles, die haben es mir gerade gesagt, ne? Und ich habe nicht aufgepasst. Fuck. Nein, das war trinken, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich. Wie kann ich meine. So, genau, da kann ich hier schießen. Da kann ich schießen. Okay. So, ich meine, wie gesagt, ich sehe das, ich weiß, es ist gut, das zu haben, es hat Vorteile, aber der Moment, wo man wirklich hingeht und sagt, okay, gut, wir bevorzugen Frauen nur, um diese Quote einzuführen, und das dann, nein,
Scheiße. Dass gerade in der Situation, wo man sowieso schon mehr Frauen als Männer letzten Endes drin hat, ist dann halt auch der Moment, wo Leute, die das halt nicht verstehen, halt wie gesagt auch persönlich angegriffen werden. Das war auch meine erste Reaktion, sich mir zu denken, what? Warum? Das finde ich nicht schön. Aber naja, gut. Da sollte man halt dann auch beim Gleichberechtigen aufpassen, wann es zu viel ist und wann es zu weit geht. Wo es halt dann nicht mehr Gleichberechtigung ist, sondern halt Bevorzugung der Frau. Weil in den Feminazismus überzugehen, ist halt auch nicht gut. So, wir haben erstmal ein paar Gegner verscheucht, das ist schon mal gut. Wir können die wunderbar abbauen. Ich habe einen Trank verschwendet, was ein bisschen scheiße war. Bisschen abbauen wird wichtig sein, gerade weil wir jede Quest dann halt nur einmal machen können. Ich meine, wir kriegen genügend Items, aber das reicht ja vielleicht nicht aus. So, muss noch mal ein bisschen schauen, wie die ganzen einzelnen Movesets gehen. Also ich meine, ich sehe es zwar links oben, ja, aber es ist halt so lange, dass ich es mir merken kann. Das heißt, ich war Dreieck und Kreis für Angriff, ne? Genau, wir konnten irgendwie auch R2 und X war hoch katapultieren. Viereck ist ein Item. Ich weiß nicht, warum ich das die ganze Zeit verkacke. Ich will mit Viereck die ganze Zeit angreifen. War es in anderen Spielen anders? Das weiß ich tatsächlich gerade nicht mehr. Wie verwirrt kann man sein, wenn ich nach 100 Stunden dieses Spiel zu spielen mindestens 50? 20 Stunden vom letzten Part in Ultra Hardcore und über 1000 Parts Unite die Steuerung immer noch nicht drin habe. Das muss verwechselt sein hier. Warte, okay, wir können nur gerade ein bisschen rumgucken. Gerade wenn ich sage, okay, ich will weiter mit dieser Waffe spielen, wäre es halt sinnvoll zu wissen. Nein, ich will diesen Scheiß-Trank nicht einsetzen. Genau, wir können Explosionen aufbauen mit dem Kinsekt. Könnte ich vielleicht bitte gegen Yakras nicht sterben? Nur so eine Idee nebenbei. Vielleicht nicht gegen 0815 Random Monster draufgehen. Das wäre noch das Größte. Erste Quest und gestorben. Selbst Luca sollte hier alle easy peasy. Ich will immer mit Viereck angreifen. Wieso geht das hier nicht? Fuck. So, alle weg. Also ist die Standardsteuerung, warum verkacke ich die gerade? Vielleicht bin ich zu müde. Vielleicht bin ich zu sehr aufgewühlt vom Verkacken des letzten Ultra Hardcore Parts und nicht gut genug da. Kann sein. So, also. Wir gucken nochmal kurz nach. Wir können so hochspringen, uns runterwirbeln lassen. Genau, das war's. Dann können wir auch ziemlich gut reiten. Wir können hier ein bisschen rumdrehen. Wir können wie das Kinsekt schießen. Das war doch dann. War es nicht Viereck? War auch nicht Kreis. Warte mal. L2 Zielmarkierung. Dann können wir hier das Zielding machen. Auf Dreieck. Warte mal. Rückrufen. Nach vorne schleudern. Genau, das sind die Standarddinger. Wir konnten. Und so fliegt er los und greift die ganze Zeit an. Okay. Und ich wollte schon wieder mit Viereck angreifen. Was ist falsch mit mir? Ist das wirklich vertauscht? Alter, ich zweifle gerade an mir selber. Könnt ihr das da bitte einmal in die Kommentare schreiben? Das wäre äußerst freundlich, ob ich selber einfach nur grenzdebil bin, in dem anderen eine andere Einstellung habe. Oder ob es. Aber ist. Da. Dreieck und Kreis oder Dreieck und Viereck? Das ist doch Dreieck und Kreis. Man muss ja Dreieck und Kreis gleichzeitig drücken, beim Hunting Hole nach oben zu schlagen. Wieso mache ich das dann jetzt falsch? Vielleicht wegen God Eater. Ich meine, ich spiele jetzt an der PS4 und God Eater hat auf jeden Fall eine andere Steuerung. Und wenn die da andersrum ist, dann muss ich mir jetzt drei Steuerungen mit Controller merken. Für Dark Souls, für God Eater und für Monster Hunter. Und dann auch noch irgendwie Unite mit reintreschen, wo dieselben Waffen sind, aber eine andere Steuerung dafür. Nice! Ist ja nicht so, dass mein Kopf jetzt schon überfordert wäre mit Sachen, die nicht YouTube sind. Neu, da kommt sowas noch mit reingetrasht. Wunderbar. Alles klar, krieg ich hin. Das heißt, ich muss einfach nur stundenlang ein Spiel nacheinander spielen, dass ich halt wieder sage, ich mache jetzt einen Tag lang Aufnahme von God Eater, damit ich den nächsten Part davon habe und dann wieder wechseln kann. Zum nächsten Spiel. Ja, wir haben Yakras erlegt. Grandios. Ich hab die nicht ausgehäutet. Hey, wir sind in Ultra Hardcore. Lass mal Monster nicht aushäuten. Willkommen im Monster Hunter World. Ich nehme das Spiel voll ernst. Aha.
Ich spreche nur das Öffentliche aus, offensichtlich aus. Aber die Jagdrassen sind nicht die einzige Gefahr, die hier lauert. Wir haben zudem Bericht erhalten, dass eine Kestodon-Herde außer Kontrolle geraten ist. All das wohl deswegen, weil der Zoramactoros Land erreicht hat. Daher macht alle wahnsinnig. Okay. Es wird eure Aufgabe sein, sie zur Ruhe zu bringen. Wir möchten, dass ihr diese Kestodon-Herde untersucht und ausdünnt. Ich komme mit, möchte nicht, dass euch etwas passiert. Wenn ich jetzt hier sterben würde, wäre natürlich richtig scheiße. Ich kann jetzt auch der Sitzung beitreten. Du kannst jetzt aktivieren? Nein. Ich mag es nicht zu reden, gerade mit Leuten zu reden. Und da sind 1000 Leute online. Well, fuck. Gut, eigentlich wollte ich offline spielen, aber das werden wir jetzt noch nicht mehr hinbekommen können. Zumindest Ultra Hardcore wollte ich offline machen. Ich muss etwas Wichtiges mit dir reden. Diese Kommission ist besonders. Anders als deine bisherigen Verpflichtungen vermute ich mal. Es geht nicht darum, Drachenelse zu jagen oder für den Schaden zu bestrafen, den sie verursachen. Die Kommission will deren Stellung innerhalb der Natur verstehen. Deswegen töten wir sie alle, dann haben sie keine Stellung mehr und das verstehen wir. Menschen confirmed. Und unsere, darum geht es. Die Drachenelsen sind die Natur. Sie zu bestrafen ist zwecklos, wie vor ihr davon zu laufen. Climate Change confirmed. Aber die Natur verstehen. Nun, das können wir schaffen. Wir werden echte Herausforderungen erleben. Die beste Vorgehensweise wird nicht immer klar sein. Aber bevor du Leben nimmst oder verteidigst, musst du es verstehen. Das macht dich zum Jäger. Und wenn ich es verstanden habe, dann mache ich es tot. So, die Frage ist jetzt, nehmen wir den Anmeldebonus. Würde es damit nicht vielleicht ein bisschen zu einfach, weil ich die Items dann sowieso alle habe? Wobei, dann darf ich immer noch nicht sterben. Und effektiv beschleunigt ist das ganze System nur. Das heißt, ich muss nicht farmen. Ja, ich habe den Anmeldebonus. 5 Tränke. Gut, damit kann ich leben. Der ist jetzt kein, oh mein Gott, ich werde das Spiel easy peasy schaffen. Das ist ein 5 Tränke, muss ich weniger Geld ausgeben. Was das Ganze auch einfacher macht. Aber hey, komm, das Spiel zwingt es mir fast auf. Ah, schicke Waffe. Danke. Hey, hey, hey. Is this some kind of personal attack or what? Liebes? Was, wenn ich so genannt werden will? Weil mein Jäger hast du auch nicht mit Liebes angesprochen. Was soll der Scheiß? Zisch ab von deinem Home. Kiste. Dann ist es jetzt wohl Zeit, sich noch ein paar Vorräte zu besorgen. Wir haben so ziemlich alles, was du brauchst. Sollte dir mal was ausgehen, bin ich dein Mann. Ich würde zwar gern deine ganzen Zenny kassieren, aber am besten sammelst du so viel wie möglich selbst. Na, was brauchst du, Liebes? Wie spricht der mich als Mann an? Das müssen wir unbedingt nochmal gucken. Es könnte jetzt gerade hier alles so hart sexistisch vom Spiel sein. Nur mal, um es auch Leuten mit reinzudrängen, dass es hiermit passiert. Also, wir können theoretisch noch ein paar Tränke kaufen. Wir müssen allerdings, das haben wir gelernt aus Monster Hunter Freedom, Ultra Hardcore bisher. Wer bist du? Ah, Eventverwalterin. Du bist hier für unwichtig, dich ignorieren wir. Schön, dass du neu bist. Aber wir werden jetzt erstmal versuchen, Rüstung und Waffen zu verbessern. Zumindest zu schauen, was wir wissen und wie wir es verbessern können und was geht. Rede mit dem Schmied. Müssen wir sowieso machen. Alles klar, hallo Schmied. Ah, wer ist denn da mit Materialien zurück? Komm nur her, willkommen in der Schmiede. Du wirst meine Dienste häufig in Anspruch nehmen. Aha, werde ich das. Ist es some kind of personal? Okay. Es ist eigentlich ganz einfach, was ich mache. Wenn immer du im Feld Materialien sammelst, nutze ich die, um sie zu Waffen und Rüstung zu verarbeiten. Komm einfach vorbei, wenn du etwas Neues und Interessantes findest. Hier, ich gebe dir diese Materialien als Willkommensgeschenk. Du kannst sie zur Verbesserung deiner Ausrüstung einsetzen. Okay, gut, dankeschön. Ja. Ausrüstung verbessern. Wir müssen uns trotzdem, glaube ich, auf eine Waffe konzentrieren. Das wäre jetzt erstmal hier die Insektenklebe, weil ich einfach hoffe, dass sie stark wird, gut wird und ich hoffentlich demnächst wieder lerne, gut damit umzugehen. Und nicht so, da sitzen wir jetzt, wie kann ich das Ding drehen? Was passiert? Was, das ist zu lang, so lang kenne ich mich nicht aus. Und das ist ungünstig. Deswegen hoffe ich einfach, dass ich da nochmal früher oder später wieder mit dazulerne. Wir könnten auch noch Knochenstab 2 machen. Wir könnten einfach versuchen, beides hoch zu dreschen, aber es ist immer noch ultra hardcore. Wir haben da immer noch ultra hardcore Probleme, theoretisch. Und Gift klingt schon mal wieder verdammt sinnvoll. Hier gehen wir weiter. Wunderbar, richtige Waffe gewählt. Dankeschön hierfür. Oi! Ah, mit mir in der Schmiede ist es gleich noch viel heißer geworden. So viel steht schon mal fest.
Und alle sind viel freudiger und können viel lieber arbeiten. So muss das. So, wie sieht's aus mit Rüstungen? Kann ich hier schon irgendwas schmieden? Ja, ja, ich weiß, weg damit. Danke. Also, ich nehme mal an, nein. Wir könnten tatsächlich das Jägerset schon mal anfangen zu bauen. Das ist ein bisschen mehr Verteidigung. Kostet allerdings auch wieder relativ viel Geld. Je nachdem, wie viel Geld ich ausgebe, wird das zum Problem oder aber auch nicht. Knochenset hat auch schon mal 6 Verteidigung. Aber für die Kestodon werde ich es nicht brauchen. Den Großjagdkranz sollte ich rein theoretisch auch ohne bessere Rüstung hinkriegen können. Das heißt, bei Großjagdkranz wäre es endlich mal der Anfang, wo ich mir bessere Rüstung bauen müsste. Weil ich habe jetzt gerade Geld. Wir haben gelernt, hohe Verteidigung ist das A und O und eigentlich das Erste, was ich machen sollte. Heißt, wir könnten sowas wie... welche Fähigkeiten sind sinnvoll? Angriffsboost. Angriffsboost klingt äußerst sinnvoll. Das holen wir, das nehmen wir. Müssen wir mal anfangen, sinnvoll zu agieren, die Fähigkeiten zu nehmen. Ich weiß noch nicht, wie es hier mit der Rüstung sein wird. Bei Monster Hunter Freedom war es okay. Ja, ein Kulku reicht aus, damit kommen wir durch. Alles super. Problem ist, hier gibt es kein Jan Kutku. Das heißt, ich kann das nicht nehmen. 12 Verteidigung könnte viel zu wenig sein, könnte viel zu viel sein. Müssen wir schauen. Wird sich im Laufe des Spiels ergeben. Gucken wir da mal nach. Ich glaube, Spürhund klingt sinnvoll. Fähigkeiten-Info. Erhöht das Fülltempo des Spielkäferbalkens, wenn du Sporen und andere Überreste von Monstern findest. Das ist, glaube ich, sinnvoll, weil ich manche Quests dadurch freischalten kann. Und da ich ja die Quests nicht häufiger machen kann, sondern nur einmal, ist es sinnvoll, hier schnell auf einmal reinzudrücken. So viel ist auf jeden Fall schon mal klar. Das heißt, wir machen das noch mit und ich denke, der Part wird ungefähr eine Stunde 30 lang. Das heißt, wir machen dann danach noch. Warte, wie weit bin ich? Ja, genau. Dann... Das ist einfach gar nichts! Das ist nicht meine Rüstung! Wie kann mir das Schutz geben? Meine stählernen Muskeln! Mein Körper, der so scharf ist, als wäre er eine Waffe, ist mehr Schutz als eine verkackte Kettenrüstung! Das ist ein Mithrilhemd, ne, der Schutz nicht, aber nackt rumlaufen! Es ist wie bei Xenoblade Chronicles. Das Badeöl ist einfach OP. Waffen rutschen an meiner Rüstung ab und damit komme ich da problemlos durch. Wie viele Leute hier drin sind? Der Kevin! Woo! Wir haben den Alpha Kevin mit am Start. Läuft bei uns. Hey, Partnerin. Hi. Wollen wir mit der Suche im uralten Wald beginnen? Ja. Ach, ich habe eine gute Neuigkeit für dich. Wir Wildexperten hängen alle Hinweise, die wir finden, an der Questtafel aus. Ja, okay, gut. Ich kann die Questtafel benutzen. Dankeschön. Woo! Es ist eine Tafel! Weil ich höre, dass sie mir die zeigen und nicht die, die dreimal mehr convenient ist und unten steht. Genau. Dankeschön. Das wollte ich wissen. Das wollte ich sehen. Das finde ich toll. Jawohl. Also, neue Quest bekannt machen. Das heißt, wir müssen jetzt jedes Mal einstellen, dass wir nur eine Person sein wollen, ne? Ansonsten kommen die anderen noch mit ran. Können wir noch irgendwas anderes gerade machen? Wir haben optionale Quests, haben wir keine. Gut. Dann können wir nur das hier machen. Wir müssen jetzt immer auf einen Spieler umstellen oder halt ein Passwort festlegen. Je nachdem. So, ja, die Scheine werde ich jetzt nicht für die Quest benutzen. Danke der Nachfrage. Werden Spieler noch wichtig sein, so viel steht fest. Gerade bei Quests, wo ich unbedingt farmen muss. Aber jetzt erstmal nicht. So viel Geld kostet, glaube ich, das Essen auch nicht. Ja, ja, ich weiß, danke. Wir haben noch keine Punkte. Das sollte noch ziemlich schnell ändern. Ansonsten kostet es vielleicht doch relativ viel alles. Aber erstmal so ein bisschen Angriff hoch. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Okay, was brauchen wir? Wetzsteine werden wichtig sein. Davon habe ich jetzt keinen in meinem Inventar gesehen. Wir haben Heilungen, glaube ich. Vielleicht haben wir ein paar Wetzsteine. Gab es denn endlich viele Wetzsteine? Oh, ich weiß gar nicht mehr, was alles einfacher war in diesem Spiel. Miau! Oh, und sogar Luca hat einen Fisch bekommen. Und wir sehen immer noch nicht, wie der Typ das Ding auf den Kopf bekommt. Sehr schade. Das würde ich gerne endlich mal sehen können. Wie einfach so ein Metallding da auf den Kopf drauf knallt. Und diese Neonfarbe, selbst im Dunkeln leuchtet sie noch. Es heißt ja, nachts sind alle Katzen grau, aber nicht Luca. Luca zeigt selbst noch Farbe, wenn der Himmel verdunkelt ist. Und seine Farbe ist grün. Direkt mal ein Statement setzen. Alles klar, gut, läuft. Immer wieder toll, wenn YouTuber anfangen, sich zu politisieren. Das kommt immer grandios bei den Zuschauern an. So, wir können erstmal so random Sachen mitnehmen, während die hier ein bisschen weiter labert. Ja, wird schon nicht allzu viel Bullshit erzählen. Wir können mal hier ein bisschen extra Weg gehen. Hier waren wir noch nicht.
Und vor allen Dingen müssen wir eigentlich, ich bin gerade schon wieder falsch abgebogen, ich weiß, aber wir müssen eigentlich Items mitsammeln. Das heißt, wenn ich irgendwie auf der Karte sehe, ah, hier liegt irgendwas, dann... Das, meine Liebe, sind Kestodons. Zeig ja, mir, dass du sie ja, ich weiß, hör auf, mich meine Liebe zu nennen. Du hast nichts für mich getan. Warum solltest du mich meine Liebe nennen dürfen? So, warte, wir schauen direkt nochmal. Ich glaube, dass auch die... Ah, schon wieder falsche Taste. Ah, das war der Angriff. Das heißt, ich kann an sich... Gab es in der Luft noch einen zweiten Angriff? Warte mal. Wenn ich springe, kann ich ausweichen. Aber ich konnte nur einen anderen Angriff machen, außer... Ah, stimmt. Fortschreitender Hieb, genau. Und dann kann ich dich so nach vorne schicken. Aber gab es nicht auch noch eine leichtere Option? Konnte ich nicht irgendwie aus dem... aus der Bewegung heraus das Vieh senden? Au. Sorry, du heißt nicht Vieh, du heißt natürlich Kinsekt. Okay, das ist ein normaler Angriff. Kann und dabei kann es auch mit nach vorne gehen. Okay, einfach L2 gedrückt halten, ist immer noch Angriff nach vorne. Alles klar. Gut. Das muss ich jetzt gerade beim ersten Mal noch ein bisschen testen. Wenn ich das jetzt in der ersten Folge nicht teste, kommt irgendwann ein Ratter los. Dann stehe ich davor und denke mir, hätte ich vielleicht mal vorsichtshalber vorher geschaut, wie die Waffe überhaupt funktioniert. Ich glaube, wir sollten noch einmal Training machen. Also einfach nur für die guten alten Zeiten und weil ich ansonsten echt absolut gar keinen Plan mehr haben werde. Einfach einmal kurz Training machen, schauen, was alles ging, durchgucken, dass ich nichts vergesse. Und es wäre auch nett, wenn ihr mir die sinnvollen Kombinationen direkt nochmal in die Kommentare schreiben würdet. Okay, der hat nur geschlafen. Er war gar nicht tot. Er musste sich nur 2 Sekunden ausruhen. Gut, ich denke nicht, dass ich gegen Kestodon sterben werde. Je häufiger ich das sage, desto wahrscheinlich ist es, dass das passiert. Aber das wird schon. Ich meine, ich habe doch hier ein paar Erste-Hilfe-Arzneien. Dann passt das. Wobei tatsächlich mit dem Anmeldebonus das große Problem ist halt, dass ich jetzt hingehen kann und sagen kann, okay, gut. Ich bin gerade knapp bei Kasse. Ich habe gerade nichts. Gut. Dann warten wir einfach bis zum nächsten Tag und spielen da weiter. Und dann kriege ich neue Items. Das ist vielleicht ein bisschen gecheatet. Definitiv unfair. Deswegen müssen wir nochmal untereinander beraten, ob die ganzen... extra Items, das vielleicht nicht dann doch zu leicht machen. Wobei, ich würde sagen, wir probieren es einfach erstmal. Vielleicht gehe ich auch direkt beim ersten Anjahr wieder drauf. Das kann sehr gut sein. Das wissen wir alles noch nicht. Weil ich weiß doch genau, dass ich beim Tobi Kadashi oder kurz davor im normalen Let's Play auch schon gestorben bin. Und Anjanaf so ein hartes Problem für mich war, dass ich echt schreiend davongelaufen bin. Jedes Mal, wenn ein Feuerangriff kam. Und wenn da... Ja, chill doch mal. Lass mich doch in Ruhe jagen. Ich brauche die Items. Du bist hier vielleicht gerade nicht in der Ultra-Hard-Kommission. Ich aber schon. Also wenn der jetzt hier drüben ruft, kann ich mich auch nicht konzentrieren. Wobei wir vielleicht noch ein paar Vögel fangen könnten. Wobei, was bringt mir das, die Vögel zu fangen? Außer gar nichts. So, Kräuter sind wichtig. Dankeschön, gerade wegen der freien Kombination. Es ist vorsichtig, das ist auch toll. Okay, wir können R2 katapultieren, Überkopfschlag, Kinsek Ziel markieren. Ah! Und ich habe schon wieder Viereck gedrückt. Boah, wieso ist Viereck nicht angreifen? Nein, ich habe doch auf jeden Fall irgendwie die Steuerung beim letzten Mal umgestellt, oder? Ich bin mir beinahe inzwischen sicher, dass ich in meinem normalen Run die Steuerung andersrum habe. Ich muss auch unbedingt nochmal auf die PSP gucken, wie da die Steuerung war. Ich bin gerade mehr als nur so ein kleines bisschen verwirrt. Wie gesagt, ich fühle mich gerade in meinen Grundfesten erschüttert, dass ich bei einem Monster Hunter-Spiel die Steuerung nicht kann. Und ich weiß gar nicht, wie es dazu kommen konnte. Nur nochmal so nebenbei. Ich finde es auch voll geil, dass die Männchen viel aggressiver sind als die Weibchen. Effektiv die Männchen die Weibchen beschützen, was ziemlich genau das ist, was in der Natur auch wiederzufinden wäre. Sehr cool. Und auch diese Schutzmechanik am Kopf ist nice gemacht. Und sie haben sich halt auch wirklich bei Monster Hunter wird was gedacht. Also wenn du halt wirklich einmal anfängst zu überlegen, okay gut, was machen die Monster, wieso machen die das, mit wem machen sie es, in welchem Kontext machen es die Monster, dann macht das halt auch alles Sinn. Könntest du mich vielleicht bitte nicht umbringen? Nur so eine Frage nebenbei. Ich möchte jetzt nicht im ersten Part sterben. Danke, bitte weitermachen. Dankeschön. Wären wir hier so gut wie fertig. Moment, warte. So gut wie fertig? Hey, komm mal her. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Kam jetzt nicht noch irgendwie ein Jagras oder so? War da nicht noch irgendwas Großes, Böses, was wir noch mit erwarten müssen? Ach, Quatsch.
Weil ich kann mich immer noch heilen. Alles easy. Ich muss vielleicht wieder ein bisschen auf mein Leben aufpassen. Das ist eins der größten Probleme, das ich beim Spielen auf einem großen Bildschirm habe. Der Bildschirm ist so groß, dass mein Lebensbalken immer riesig aussieht und ich den Schaden, den Monster machen, überhaupt nicht einschätzen kann. Ich werde einfach nur deswegen viel zu häufig draufgehen, weil ich halt nicht sehe, wie viel Leben ich noch habe oder nicht wahrnehme, wie viel Leben ich habe, trifft es, glaube ich, besser. Okay. Hier drüben! Ja, ich bin doch gleich da. Ich bin nicht gleich da. Ah, okay. Zwischensequenz. Okay. Müssen wir ihn jetzt direkt töten? Irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Schön, wie sie auch in ihr eigenes Verderben reinrennen. Das sind keine schlauen Leute. Die sind definitiv nicht schlau. So groß, ja krass. Wir müssen ihn aufhalten. Verstanden. What the fuck? Allein nur der Start. Oh, Steilspuren. Nehme ich mit. Wenn du noch nicht bereit bist, kannst du zur Basis zurückkehren und die Großjagers-Quest später abschließen. Ja, nein, komm, das machen wir jetzt noch. So hart ist er nicht. Ich find's halt wirklich so geil. Wir sehen ein großes Monster. Oh, dieser Großjagras. Er ist 2 Millimeter zu groß. Er muss umgebracht werden. Also der zerstört sonst das Ökosystem. Vertrau mir. Fast so schlimm wie Wölfe in Hamburg. Oder wo die waren. Zum Beispiel Fußabdrücke. So, also, ganz wichtig. Wir haben nicht volles Leben. Jetzt geht's los. Oh, fuck. Wenn ich jetzt gegen das erste große Monster verkacke, bin ich richtig am Arsch. Ich habe die Steuerung noch nicht mal drauf. Und ich muss jetzt schon kämpfen. Nur mal so nebenbei bemerkt. Aber gut, das wird schon. So hart wird's schon nicht. Das sind halt nur, ein Großjagras. Den kann ich theoretisch mit 3-4 Schlägen vom Großschwert tot machen. Gut, ich habe kein Großschwert. Aber das wird schon. Wie weit ist denn der gekommen in letzter Zeit? Bis ans Ende der Welt und noch viel, viel weiter. Warte, ich muss die Spuren mitnehmen. Es ist wichtig, die Monster schnell zu finden. Auch angezeigt zu bekommen, welche Monster da sind. Weil auch wenn ich die Monster nicht zwangsweise töten möchte oder töten darf nach meinen Regeln, wenn sie mich angreifen oder im Kampf mit dabei sind, sind sie halt immer noch... Ah, oh, es gab Fokuskamera, stimmt. Sind sie halt immer noch grundsätzlich mit dabei. Und das kann Probleme geben. So, warte. Da, bitteschön. Warte, ich habe sogar gerade das Ausweichen verkackt und die falschen Tasten dafür gedrückt. The fuck, wie verwirrt bin ich denn? Ah, warte, ich weiß ein was noch. Ja, bam, bitch. Einmal wilder Angriff über alles. Erstmal ein bisschen Schaden drücken, wobei was viel wichtiger wäre, als hier ein bisschen Schaden zu drücken, was echt nicht viel ist. Wäre tatsächlich die Aussage, dass wir erstmal mit unserem Kinsekt alle Sachen bekommen müssen. Und dafür muss ich gleich nochmal so ein kleines bisschen das Ding losschicken. Wunderschön, da liegt er. Okay, Kopf müsste auf jeden Fall irgendwas Rotes sein. Das heißt, du fliegst mal los, kriegst so eine SPD für uns. Oder auch nicht. Kinsekt, Flieg und Sieg. Dankeschön, das wollte ich genau. So ging das Spiel mit, komm schon. Wo ist er gerade? Kinsektchen? Ah, keine. Stimmt, es gab ja Ausdauer dafür. Ja, das habe ich natürlich absolut nicht vergessen. Ich meine, ihr kennt mich doch. Ich würde so eine grundlegende Game-Mechanik doch auf gar keinen Fall vergessen. Und ja, ich schlag ab und zu daneben. Das war hier gerade geplant. Hier gerade nicht. Einfach nur, um so ein bisschen auch ringsrum zu gehen. So. Komm. Wieso habe ich das Ding weggelegt? Egal, ich habe eine Fackel für dich. Ah. Wenn du da wegrennst, dann halte dich an die Spähkäfer. Die führen dich direkt zu ihm. Ich hab's nicht vergessen. Jawohl, ja. Nur mal so nebenbei bemerkt. Okay, an die Spähkäfer halten. Immer noch der Hauptgrund dafür, dass ich das komplette Spiel über noch nicht wusste, wo es lang geht, außer ohne Spähkäfer. Bleib mal stehen. Ja, wenn du aufhören würdest mit reden, könnte ich auch schießen. Aber nein! So, ich kann jetzt nicht außen... Und... Ach, fuck. Natürlich rennt der nochmal weg. Egal, ist gar nicht so doof. Fuck. Das ist auch Waffe wegstecken. Okay, ich habe definitiv eine beschissene Steuerung. Das muss ich nochmal sowas von Hardcore ändern. Irgendwas stimmt da einfach nicht. Das ist bei mir anders gewesen. Ja, okay, Leben nehme ich.
Also, gerade mit... Warte, what the fuck? Nee, also, ohne Scheiß, die Steuerung so, wie ich sie jetzt habe, gefällt mir nicht. Ich muss unbedingt nochmal nachschauen, was ich hier normalerweise hatte und haben möchte. So, du gehst erstmal weg, das ist gut. Können ein bisschen abbauen, wichtig. Jetzt erstmal am Ende des Partes noch, damit ich beim nächsten Part dann eine sinnvolle Steuerung habe und nicht die ganze Zeit da sitze, warte. Irgendwas ist komisch. Das fühlt sich einfach scheiße an, wenn das Monster nicht das macht, was es will. Hat er gerade... Okay. Schluckspech, Schluckspech, na, 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 warte, na, ich... Da! Meine Fresse! Das ist nicht das, was passieren soll bei den Tasten, die ich drücke. Das ist doch richtig belastend. Aber ist es halt wirklich... Ah, oh, ist eine Wand im Weg gewesen. Du sollst da nicht deine Waffe wegstecken. What the fuck? Wer hat sich gedacht, dass er zwei Schießen und er ein Sprint eine gute Idee ist? Ist doch andersrum, oder? Zumindest ich fühle mich, wie als müsste es andersrum sein. Guck mal, du kannst ausweichen. Danke, Spiel. Ich weiß, wie das geht. Zumindest sollte ich es wissen. So, und wo kriege ich jetzt das letzte Teil? Da kriege ich es her. Alles klar. Da haben wir endlich meinen Superhelden-Modus. Auf geht's. Warte, bleibst du bitte kurz stehen. Dankeschön, genau, das war der Angriff hier drin. Kurz schauen, was es dabei alles ging. Was es dabei alles gab. Vielleicht auch so ein bisschen ausweichen, damit das Spiel mir nicht wieder sagt, wie ich ausweichen kann. Komm schon. Da, verdammt, fast funktioniert. Warte, wir haben immer noch Autofokus. Den darf ich nicht vergessen, der ist äußerst hilfreich. Und dann fangen wir jetzt mal ganz kurz an hier, die sinnvollen Aktionen einer Insektenklebe rauszuhauen. Wobei, wild springen und überall und nirgendwo sein ist eigentlich das am sinnvollsten. Komm schon. Dankeschön, die Stechkapseln habe ich gerne. Run, Boy, run. Selbst starke Monsterpanzerung durchdringen kann. Es ist nicht eher eins zum Schießen. Meine Fresse, der trägt mich auf. Ich habe so viele gute Ideen, die nicht funktionieren werden. Und ich kann sie nicht durchsetzen, weil guck mal, falsche Taste. Boah, so, damit kriegst du jetzt richtig hart die Quittung. Es tut mir auch überhaupt nicht leid, aber du kriegst jetzt auf die Fresse von mir. Einfach nur, weil ich inkompetent bin. So, auf geht's, meine Damen und Herren. Aber wenn wir dabei sind, noch so ein bisschen super... Modus haben, können wir da nochmal zuschlagen und kommen, weil es so schön war. Einmal geht noch, könnte ich ein paar Mal hochspringen. Jawohl, das konnten wir jetzt blockig ab, reicht aber trotzdem. So. Oh, ich habe alte Jagdgras-Fußspuren gefunden. Ich werde sie in 2 Sekunden alt. Und ich glaube, es gab auch keine neuen mehr. So, das, meine Damen und Herren, beweist, auch Frauen können Vergewaltigungen durchführen, wenn das Monster wehrlos in der Ecke liegt und nicht weiter weiß. Oh, und es hatte Kinder. Umso besser. Da wissen die wenigstens, was, wie es sich angefühlt hat, dass meine Steuerung scheiße war. Ich wollte ihn nicht umbringen, aber... Das sollte Sprinten sein. Aber die... Nein, ich will den Drachen nicht drehen. Die Steuerung war einfach scheiße. Gut, ich weiß, dass... wir ziehen sich das Dreieck, Kreis und Viereck normal ist. Aber... The fuck? Der Rest ist einfach nur verwirrend und sinnlos. Also, ich hoffe einfach mal ganz schnell, dass ich jetzt nicht Bullshit labere und dass die Steuerung ist, die ich mir selber ausgesucht habe. Es kann ja sein, dass das charakterübergreifend die Steuerung annimmt. Sollte das so sein, dann, ups. Aber ansonsten... Ja, nein. Das so will ich nicht weiterspielen, dass es mal ändert. Gut, dass man das ändern kann, weil ich bin gerade halt sowas von grenzdebil verwirrt. Was war jetzt? Ah, Pookie-Pookie-Federn. Pookie-Pookie wird die Verbesserung der Waffe sein. Zum Richtung Gift. Ziemlich sicher. Vielleicht. Gehen wir weiter. Kann ich jetzt gleich auch noch gegen den kämpfen? Dann wäre das Spiel ja unglaublich schnell. Ja, das zweite große Monster, das ist glaube ich schon die vierte dringende Quest dann schon. Ja, das ist der große Vorteil von Monster Hunter World, was ich noch ankündigen wollte. Es gibt hier so ziemlich keine Key-Quest. Was du machen musst, ist einfach nur eine Quest nach der anderen. Du hast recht.
Wir können hier problemlos durchbrechen. Das ist der große Vorteil zu Monster Hunter Freedom, wo ich halt auch noch mal sagen muss, so, ich kann die nächste Quest noch nicht machen, weil ich diesen Radrolloss noch fangen muss. Aber, geht nicht, weil er wegfliegt. Oder nicht, weil ich nicht treffen kann. Aber das ist hier anders. Hier kann ich einfach sagen, okay, Key-Quest nach Key-Quest nach Key-Quest. Sobald ich Rüstung habe, aufgestellt bin und denke, ich kann das schaffen, können wir losgehen. Rein theoretisch. Erst Bericht erstatten. In Ordnung. Okay, erstmal wieder wegschleichen. Während er vor einem explosiven Magma-Vulkan steht. Was könnte für ihn da schon schief gehen? Immer die Probleme mit Beobachten und sonst nichts tun. Ich hätte auch übrigens gerne noch von den Kestodon meine Belohnung bekommen. Nur so eine... Ah, war's. Okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Kestodon Gedöns. Alles klar, das Gedöns abgeschlossen. Dankeschön. Jägerrangstufe 2, dankeschön. Ja, her damit. Und... Ich bin jetzt verwirrt. War das nicht jetzt die Jagras-Quest? Hat nicht das Spiel gesagt, du kannst die Quest jetzt gleich erledigen? Habe ich jetzt gerade mein erstes sinnloses Nebenbei-Monster getötet, wo ich mir gesagt habe, das darf ich nicht tun? Aber komm schon, die Story war eindeutig, töte dieses Monster jetzt. Die haben es mir eindeutig gesagt. Wenn das jetzt nicht richtig war, ist das Spiel dran schuld und nicht ich. Ich werde jetzt nicht den ersten Part nochmal wiederholen, nur weil das Spiel mir gesagt hat, töte diesen Jagras. Und dann meinte, ups, es war der falsche Jagras, da ist noch ein anderer. Das sind die dran schuld, nicht ich. Der nicht für die nächste Session auf jeden Fall, für die nächste Season, dass wir das so nicht machen sollten. Aber trotzdem nicht geil. Trotzdem unfair. Fick dich, Jagras. Verstehe. Leck mich doch am nicht vorhandenen Sack. Also, ihr denkt, ihr habt jetzt was gefunden, das uns zum Zoramagdoros führen konnte. Ich würde ja sofort Forscher losschicken, aber nicht mit einem wütenden Pookie Pookie in der Nähe. Der war nicht mal wütend, der hat gechillt. Er hat den kleinen Ritualtanz aufgeführt. Die sind echt scheiße im Beobachten. Zutiefst missverstandene Wesen hier. Pookie Pookie Gebiet. Das liegt ziemlich tief im Wald. Wir werden besser vorbereitet sein. Sobald unsere Mannschaft von der Ressourcenzentrale des Waldlagers wieder aufgebaut hat, dann sind wir am Zug. Bis dahin tun wir alles, um sie bei der Errichtung des Lagers zu unterstützen. An die Arbeit. Oh, wie mache ich das jetzt? Hey, Geralt von Rivia! Okay, das heißt, wir müssen Ressourcen abgeben. Oh, fuck. Was passiert, wenn ich mich hier softblocke, weil ich die Items davon nicht habe? Müssen wir dann mal besprechen, wenn es soweit ist. Hoffen wir mal einfach, dass es dazu nicht kommt. Oh, du bist so nett zu mir. Die ist schwul. Oder lesbisch. Also, Fünferin, stimmt es? Du wirst uns helfen, das Lager wieder aufzubauen. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Ich hoffe, du bist so gut wie dein Ruf. Wenn ja, haben wir viel für dich zu tun. Schließlich wird in der Kommission vieles studiert, nicht nur der Drachenälteste, mit dem du hergekommen bist. Es gibt schon genug zu tun, um die Basis in Stand zu halten und zu verbessern. Ohne ein Hauptquartier kann man nichts machen. Die Ressourcenzentrale ist dafür verantwortlich, die Arbeit aufzuteilen und sicherzustellen, dass sie erledigt wird. Und ich muss alles machen! Lutscher. Zurück zum Geschäft. Deine Aufgabe ist es, ein Lager aufzubauen. Geh auf eine Expedition in den uralten Wald, finde einen passenden Lagerplatz und sorge dafür, dass er sicher ist. Wenn Monster beschlossen haben, es sich deinem Ort gemütlich zu machen, musst du sie davonjagen. Enttäusch mich nicht. Verstanden. Der Beutezug ist zum Etablieren des Lagers. Okay. Ein neuer, kritischer Beutezug ist verfügbar. Lager im alten Wald aufschlagen. Ich brauche einen Gutschein und Forschungspunkte. In der Ressourcenzentrale werden Forscheranfragen sowie die für den Untersuchungen benötigten Ressourcen verwaltet. Beutezüge erfordern eine vorherige Registrierung und ja, okay, gut. Gut, das heißt, ich muss jetzt den Beutezug machen. Genau. Warte, ich muss gerade kurz... Ich muss verarbeiten, was passiert ist. Denn wie gesagt, ich würde halt diese kompletten Beutezüge ungern machen wollen, weil es mehr Items sind, die ich bekomme, die ich nicht bekommen sollte. Das heißt, ich kriege als Belohnung die Forschungspunkte in den Gutschein und ich muss den Lagerplatz sichern. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt auf Erkundungen gehen, wobei ich meinte, Erkundungen sind verboten. Das heißt, wir können das machen und einfach dabei nicht fahren. Das wäre eine Option. Haben wir eine Quest momentan?
die einfach nur so eine random Quest ist. Dann kann ich sagen, wir müssen es darauf schieben, so eine optionale Quest haben wir nicht. Wir haben auch keine Aufgabe. Das heißt, wir müssen da jetzt rausgehen. Gut, wenn sowas ist, dann... Ich meine, das Spiel geht sonst nicht weiter. Das heißt, ich muss die Expedition auf jeden Fall noch mitmachen. Ich muss da rauslaufen, das Lager finden. Okay. Wenn es so einen roten Kreis hat, ist es effektiv eine Hauptquest. Das heißt, wir werden das machen müssen. Da kann ich auch mit keiner Regel von Ultra Hardcore dagegen sprechen. Das müssen wir halt dann machen. Und einfach kein Items sammeln dabei. Wobei, es ist dann halt normale Quest, ne? Draufgehen, sammeln, gut ist. Ich bin momentan bei dem Spiel echt schwer unter Druck, die Regeln wirklich zu definieren und festzulegen. Ich will es natürlich immer so möglichst schwer machen wie möglich, aber wenn ich unnötige Umwege gehen muss, nur um das einzuhalten, die halt einfach nur gegen den Spielverlauf sind, ist halt auch doof. Deswegen müssen wir einfach mal schauen, wie es geht. Ich bin da auch gerne auf eure Tipps mit angewiesen. Das ist jetzt die erste Folge, die ich mal kurz aufnehmen musste. Ich werde, glaube ich, dann jetzt hier Pause machen, einfach warten, bis das alles ein bisschen hochgeladen wurde, damit ihr endlich wieder sinnvoll mitmachen könnt, damit ihr Kommentare abgeben könnt und ich auf eure Kommentare direkt reagieren kann. So, als allererstes, Steuerung. Typ 2. Nach oben ist relativ zur Richtung, in der Charakter sieht. Ja. Unten ist in Richtung Rücken des Charakters. Wie ist es hier? Wege nach oben, den Charakter in den Blickrichtung. Was ist das für ein Bullshit? Warte mal, ist das ein Bullshit? Warte, kurz nachgedacht. Wie will ich laufen? Wie ist es in Unite? Könnt ihr nicht einfach sagen, Typ 1 neu ausgedacht, Typ 2 damals? Ich probiere das mal aus. Warte, das müsste ja hier auch schon gelten, ne? Das heißt, ich kann... Ist das hier schon? Aber wenn ich die Kamera jetzt drehe, muss ich den Stick entgegendrehen. Okay. Wie ist es bei dem anderen Typ? Ich muss es einfach mal... Also der Part ist jetzt vorbei, wir machen heute nicht mehr. Ich will nur, dass ihr wisst, welche Steuerung ich habe, falls Sachen unterschiedlich schwer gehen. So, wenn ich jetzt hier zur Seite laufe, ist das genau dasselbe, oder? Das macht keinen Unterschied. Gar keinen. Das verwirrt mich nur noch stärker. Die Richtung der Kamera zu bewegen. Das ist relativ zur Richtung der Charakter sieht. Unten ist Richtung des Rückgrat. War gerade anders. Okay, das stört mich gar nicht so sehr. Automatisches Wegstecken. Steckt ihr die Waffe automatisch weg? Das würde ich sagen, nein. Wobei, eigentlich war es ziemlich easy. Sprinten drücken, macht er weg. So, Sprinteinstellungen. Drücke und halte L3 oder L1, um zu sprinten. Kann ich das nicht irgendwie... Okay, halten geht auch von mir aus, aber das möchte ich eigentlich nicht. Weil vor allen Dingen, weil ich aus Versehen in der Hitze des Gefechtes L3 reindrücken könnte und dann plötzlich meine Waffe weg ist. Das möchte ich auf gar keinen Fall. So. Ja. Bitte. Danke. Weitermachen. Boah, Alter. Haben wir das geklärt. Wunderbar. Totenmenü. Drücke R, um ein Objekt auszuwählen. Lasse R los, um ein Objekt auszuwählen. Drücken. Denke ich. Ja, alles andere war beim letzten Mal verwirrend. Das habe ich noch bei meinem normalen Monster Hunter World Char so ausgerüstet. Habe ich bis heute das Todmenü nicht verstanden. Das ist besser so. Wieder Objekte mit oder L2 plus 4 und das angepasste Todmenü zu wählen. Objekte mit da und nutze L2 plus. Was mache ich denn immer? L2 und 4 drücken, ne? Schau die Kamera und wir Objekte mit. Ja! Das Todmenü wird nicht verwendet. Also bei dem hier, ne? Objekte mit das oder nein? Nein, Kamera ist super. Wobei, ich habe jetzt den zweiten Stick. Hier kann ich auch den zweiten Stick tatsächlich damit benutzen. Momentan ist mein zweiter Stick also theoretisch nicht belegt. Weil ich auch hiermit dann die Kamera steuern könnte mit dem Steuerkreuz. Du kannst R benutzen, um im Startmenü zu navigieren. Ist das Startmenü geöffnet, kann die Kamera nicht mit R gesteuert werden. Das ist ungünstig, weil ich will eigentlich doch dann mit dem Stick die Kamera steuern. Boah, kann ich mal kurz im PSP sehen? Das ist ohne Scheiß! Ich will jetzt auch nur 1 zu 1 genauso haben. So, hier ist der PSP. Alles klar. Wenn ich hier renne... Stellen wir uns mal ganz kurz vor. Ich kämpfe gerade gegen Rathalos. Ich steuere Start für mein Inventar. Renne im Kreis. Dann benutze ich
links und rechts, um die Kamera zu steuern und hoch und runter die Items auszuwählen. Nein, ich wechsle immer noch links und rechts. Das heißt, ich kann das Monster in der Zeit nicht angucken. Das ist jetzt besser, jetzt könnte ich umschalten. Das ist eigentlich sinnvoll. Also einfach nur die Idee, ich kann Kamera immer steuern, ist gut. Lassen wir. So. Ich würde allerdings gerne... Warte mal. Ich bin mit Schild und Schwert unterwegs. Dreieck, Kreis. Das ist normal. Alles klar. Okay. Wenn wir vorher Dreieck und Kreis R1 gedrückt haben. Das habe ich jetzt hier getauscht. Das ist gut. Ich weiß nicht, warum ich jetzt immer mit Viereck angreifen wollte. Das ist grenzzivil von mir gewesen, ja. Aber wer weiß, es wahrscheinlich wirklich einfach God Eater, wo es andersrum ist. Es ist God Eater. God Eater ist Viereck gedrückt halt meine Kettensäge. Ah, so viele Spiele. Okay. Dann können wir das hier machen, das geht in Ordnung. Typ 3 fand ich eigentlich ganz gut. Wobei wir jetzt natürlich noch haben, dass wir das Todmenü verwenden. Aber Todmenü war noch eh mit R. Also, passt das. Vertauscht. Sprint dann mit... R1, weil vertauscht, nehme ich mal an. Automatisch wegstecken von mir aus, weil wir es nur damit machen und dann ist die Steuerung eigentlich relativ gut. Wollen wir es invertieren? Warte, wie ist es momentan? Können wir eigentlich so lassen. Ich glaube, ich habe es in meinem anderen Speicherstand invertiert. Wenn mich nicht ganz täusche, wenn es mich nicht zu sehr aufregt, können wir es so machen. Fadenkreuzsteuerung, ja, okay. Zielassistent von mir aus. Zielkamera. Das kann man auch noch ändern. Drücke L2 einmal, um in die Kamera auf das Monster zu richten. Und zweimal Hintergrater. Das klingt eigentlich sinnvoll. Das ist wie Monster Hunter Trail Ultimate. Können wir machen. Einmal, um die Kamera auf dein Charakter zu richten. Zweimal auf das Monster. Nee. L2 einmal, um die Kamera auf das Monster zu richten. Zweimal das Drücken hat keine Auswirkung. Ja, nee, können wir machen. Gut. Es gibt noch eine Seite. Oh, Gastversteuerung auch noch eine Seite. Nee, gab's nicht. Stell ein, wie sich die Fokuskamera verhält. Ah, dann kann ich effektiv 3 Kilometer hoch sein, nur weil hinter mir eine Wand ist. Ja, nein, das ist auch doof. Steuereinstellung fixieren. Ja, das war jetzt alles nicht das Problem. Das war einfach nur God Eater, was ich ein bisschen rausgehauen hatte. Und dann noch zu dem das Umgetauschte da. Okay, Stimmlautstärke, TV, alles gut. Gut, haben wir das eingestellt? Beim nächsten Mal werde ich mich auf jeden Fall wieder beschweren, dass es scheiße war. Ich werde mich immer beschweren, dass es scheiße war. So viel steht jetzt schon mal fest. Wir haben die ganze Zeit den Betrieb aufgehalten. Der Typ hinter mir schaut mir nur auf den Arsch. Aber hinter jeder starken, selbstbewussten Frau steht ein Mann, der ihn auf den Arsch schaut. Beweisstück A. So. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Auch wenn wir unglaublich viel Story haben und ich nicht allzu viel erzählen kann. Und wir es jedes Mal wieder aufs Neue durchleben müssen. Aber vielleicht sterbe ich ja nicht. Vielleicht war es einfach First Try, Hashtag durchgehen und gut ist. Aber das ist noch mit Vorsicht zu genießen. Bis ich das überprüfen kann, bedanke ich mich erstmal vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir doch bitte Bescheid, wenn ich Feedback lieben gerne in die Kommentare. Und damit adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören.